Ah, da, mit wem redest du? Ja, aber du musst ja trotzdem immer so tun, als wenn du mit jemandem redest. Ach, sonst kommt ja niemand. Ach so, so funktioniert das. Ja, ach so, du hast das Prinzip von Stream noch nicht verstanden. Mensch. Entschuldigung. Ja, ich bin noch nicht so viele Jahre dabei, ich brauche noch ein bisschen, bis das alles sitzt. Ach, du bist doch nicht so lange dabei. Wen willst du hier eigentlich anlügen, hm? Das entscheide ich später. Ah, okay. Erstmal machen. Also ich sag dir mal eins. Wenn du versuchst, mich anzulügen, das klappt nicht so gut. Ist das so? Oh, ja, mich anzulügen, das ist jetzt nicht so einfach. Du hast also die ganze Zeit geglaubt, dass ich Aforion spiele und nicht irgendein Bot? Kommen wir mal nicht so auf Meta-Ebene, ne? Jetzt kommen wir mal nicht so. Da sogar noch eine Twitch-Nachricht, der kleine Lümmel. Eine Twitch, Twitch-Nachricht? Discord-Nachricht. Ich frage, sag mal, auf meinem Discord darf ich ja wohl eine Twitch-Nachricht machen. Ich meine eine Discord-Nachricht. Apropos Discord-Nachricht. Instagram, mein Freund. Instagram. Ach, jetzt geht der Shit. Das schon wieder los. Mach lieber einen TikTok dazu. Ja, kannst du ja aber machen. Nee. Ja, wie ihr seht, heute mal ohne Cappy. Was? Ja, ich weiß, seltener Anblick. Was? Warte, und man sieht, ich hab immer noch Haare auf dem Kopf. Das ist eine Lüge. Ist ja auch verblüffend. He's lying. Oh, jetzt sehe ich wieder, Moment, jetzt muss ich wieder hier ein bisschen... Wir sind live, wir spielen Aforion. Der gute Cyan ist auch dabei, schaltet gerne ein. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Oh Gott. Wenn man sich selber anschreit. Ich finde das so eine nützliche Funktion, dass sie endlich für alle diesen blöden Link freigeschaltet haben. So frech, dass sie es so lange nur für Partner gemacht haben. Welchen Link? Du kannst einen Link bei Instagram jetzt einfügen. Ach so, das meinst du, ja. Das ist schon frech, dass sie das nur mal eine Zeit lang für Partner hatten, die mindestens 10.000 Follower hatten. Ja, man möchte es halt nicht so inflationär ja, aber was soll denn das? Ne? Also, ja, nein. Das Metaverse ist halt so eine Sache für sich. Sag mal, wann hatten wir eigentlich den Punkt, an dem Disney auch noch Walking Dead und Co. gekauft hatte? Das ist schon eine Weile her, seitdem die 20th Century Fox gekauft haben. Gehört denen eigentlich nicht. Sie sind ja schlimmer wie Nestle, nur halt in der Filmbranche. Ja, aber ganz ehrlich, lieber das, als Nestle, was meint, Brunnen in Afrika kaufen zu können, um den Leuten da Wasser zu verkaufen. Ja, Entschuldigung, aber wenn Nestle sich die Mühe macht, das Wasser zu fördern, dann sollen die doch gefälligst auch entlohnt werden dafür. Du wählst auch AfD, oder? Ja, es gibt nur Alternativen für Saiyan. Also ganz ehrlich, wer ganz ehrlich, wer solche Aussagen ernst meint, ne, der kann auch nur Corona-Leugner sein. Grippe. Jetzt mach dich nicht unbeliebt, bitte. Ich weiß, dass das von dir ein Witz ist, aber das wissen nicht unbedingt alle Leute im Internet. Was? Ja. Leute im Internet könnten denken, du meinst das ernst. Was? Ja! Ach, Quatsch. Ach so! Mein Fehler, Entschuldigung. Es ist schön, dass du es einsiehst. Das ist der erste Schritt zur Besserung. Und jetzt lass mich kurz noch meine Schüssel mit Schüsslersalzen auf meinem Kopf verreiben und dann können wir auch weitermachen. Du meinst deinen Kopf mit Alufolie umwickeln? Das mache ich nur, wenn ich Ofenkartoffeln mache. Dein Kopf ist eine Ofenkartoffel. Boah, das war jetzt aber schon ein bisschen diskriminierend, ne? Ach so, weil du Deutscher bist und eine Kartoffel bist. Genau. Mein Fehler. Ich könnte mich ja schlecht fühlen, aber www.twitch.tv/pennygame.tv. Ja, sei ein .tv. .tv nee, vor allem.
Nee, Pettigrew. Ja, du weißt doch, ich bin so eine Sneaky Bitch. Ich warte einfach, bis du was gepostet hast und dann klebe ich da den richtigen Link drauf, damit die Leute sich nicht verirren. Du bist halt echt ein Hurensohn. Ja. Du nimmst ja einfach die Werbung von anderen und copy-paste die für dich. Manchmal, ne, hasse ich dich dafür. Manchmal denke ich mir so, boah, ich wäre auch gern so eine Sneaky Bitch. Manchmal, aber nur manchmal. Aber nur manchmal. Wer Paddy gern so eine Bitch wie Saya. Die Fresse verdient. Ach, übrigens, eine Frage. Telonym. Lass uns doch mal ein bisschen Telonym durchgehen, was ich hier. Gott. Ich meine, ja, klar. Hey. Ja, genau. Pass auf. Wir beantworten die Frage jetzt zusammen. Gott. Hey, was würdest du gerne über die Zukunft wissen? Wird Shiba Inu nochmal über einen Dollar steigen? Okay, warte, ich schreibe das. Wird Shiba Inu nochmal über einen Dollar steigen? Abend René übrigens. Steigen. Man kann jetzt hier. Okay, nice. Wird Shiba Inu machen wir über einen Dollar steigen. Das teilen wir mal auf Instagram und verlinken den Zeilen, weil der hat die Frage ja quasi. Was? Jetzt schiebst du es auf mich? Ja. Kannst ja ruhig dazu stehen, also jetzt, ne? Aber es sind auch Fragen, die sind wichtig. Ich schmich. Also jetzt wirklich. Das ist auch eine Frage, die interessiert mich wirklich bei dir selber. Und zwar. Wer soll beim ersten Date den Schritt für den einen Kuss machen? Das interessiert mich jetzt wirklich, wie du das siehst. Jetzt nicht. Muss ja nicht beim ersten Date sein, jetzt so generell die Frage. Wer muss den ersten Schritt machen für einen Kuss? Würde ich mir nicht festlegen, das ist so situationsabhängig, dass ich da jetzt nicht sagen könnte. Ein Weiblein. Okay, ich schreibe. Situationsabhängig. Genau. Situationsabhängig. Wie schreibt man das? Ja, nicht zusammen. Was ich gerne wissen würde, wollen über die Zukunft würde Antwort gar nicht, nichts. Ist situationsabhängig, würde ich nicht Männlein, Weiblein abhängig machen. Frag mal dein. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Frag mal deine Großmutter, wie die das gesehen hat. Das war damals bestimmt anders. Ach, klar, bestimmt. Aber wir haben uns weiterentwickelt. Nee, du schreibst irgendwie wirr. Was schreibt er denn? Er hat erst geschrieben, was ich gerne wissen würde wollen über die Zukunft, Antwort gar nichts. Dann hat er geschrieben, beide. Und Frage beantwortet. Okay, pass auf, nächste Frage. Wie schnell vergisst du Menschen? Relativ schnell. Wenn ich nichts mit ihnen zu tun habe. Ja, bestes Beispiel. Die Meisterin, die bei uns neu angefangen hat, die war bei uns schon bestimmt 5 oder 6 Mal auf dem Hof, hat immer Pflanzen geholt. Da hat sie dann auch gesagt, ja, du hast mir auch mal Bauer aufgeladen. Ich dachte so, ja. Das ist auf dem Schmuck gestanden. Nächste Frage. Gehen wir mal nach unten. Die älteste Frage. 15 Tage ist die her. Wie würdest du dich gerne ändern? Wie würde ich mich gerne? Häufiger Nein zu meinem Chef sagen? Zufriedener sein, glaube ich. Falls das irgendwie das Antwort zählt. Ey, du, Telonym, wenn mir Fragen gestellt werden, kann ich darauf antworten, was ich für richtig halte. Krass. Zufriedener sein. Ja, es ist schwierig, mit sich selber zufrieden zu sein. René schreibt jetzt sehr schnell. Hä? Aber was denn sehr schnell? Also, wenn das mit der Zukunft zu tun hat, was sehr schnell? Gibt es eine Grenze dafür, sich in einer Beziehung wohlzufühlen? Zu wohl zu fühlen. Moment, nochmal. Verstehe ich nicht. Gibt es eine Grenze dafür,
sich in einer Beziehung zu wohl zu fühlen. Man ist nicht der Inbegriff einer Beziehung, sich wohl zu fühlen? Dann musst du bitte definieren, was du unter zu wohl fühlen verstehst. Das verstehe ich halt nicht. Aber eine Beziehung ist doch der Inbegriff, sich wohl zu fühlen mit einem anderen Menschen, oder? Ja. Was ist denn dann die Grenze, um sich zu wohl zu fühlen? Die Tür beim Kacken aufzulassen, oder? Da ist ja auch wieder Ansichtssache, ne? Ja, gut. Ja, nein, also, ist das so. Also ich würde das für zu wohl nennen. Ich brauche das nicht. Ja, siehst du, aber es gibt, das so. Okay. Aber es gibt halt dann Menschen, denen macht das nichts aus. Also, ich werde gefragt, um seine Grenze dafür, sich in einer Beziehung zu wohl zu fühlen. Ich schreibe jetzt, die Tür beim Kacken aufzulassen. Das ist sich zu wohl fühlen. Ah, das war auf die Frage bezogen, wie schnell er Menschen vergisst. Sehr schnell. Ja, das schreibt mir dieser Zuschauer im Chat. Ich glaube, ich sehe den das erste Mal. Der ist René. Ach, das erste Mal, okay. Dann ist ja gar nichts verwerflich, die Tür beim Kacken offen zu lassen. Ja, doch, Leoli. Da ist was verwerflich dran. Ich muss meine Partnerin nicht beim Kacken erwischen. Vor allem, er will haben können. Okay, jetzt. Okay, warte, Paddy. Da hast du jetzt was angestoßen. Weil du gerade ansetzen wolltest, sage ich Sex, nur so, Moment. Ja, wenn du, das bedeutet ja im Grunde, dass du dadurch ein gewisses Maß an Abstoßung empfindest. So. Ja, Kacken ist für mich tatsächlich schon ein bisschen. Ja. Dann können wir das Ganze aber auch umdrehen. Warum wäre bei ihr das nicht das Gleiche, wenn du auf dem Pott hockst? Ich würde das auch nicht wollen. Oder geht es dir darum, um welchen Eingang? Ja, ich stehe auch nicht auf Analsex, das ist absolut korrekt. Stehe ich absolut nicht drauf. Junge, du verpasst, und wenn du sie nicht dabei so erwischt, sondern aus der Ferne einfach nur plumps. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich dieses plumps, also ganz ehrlich, nein, stopp, warte mal, hör auf zu lachen. Ganz ehrlich, wenn ich dieses, und dann plumps und dann höre, würde ich mich tatsächlich für den anderen Menschen freuen, weil das muss dann ein guter Schiss gewesen sein. Jetzt mal ganz ehrlich. Naja, war dann ein guter Schiss. Wenn es so ein ist, dann kannst du aber auch die ganze Zeit festgesteckt haben und dann war es vielleicht so ein feuchtes Lüstchen, weißt du, und dann, was haben wir für Themen? Synonym, sag ich dir, macht finstere Türen auf. Ich glaube auch. Ja, aber wenn du das gesehen hast, dann weißt du ja, dass hinten alles startklar ist. Ja, natürlich freut man sich dann für den anderen mit. Ja, genau. Aber es ist immer erleichternd. Nein. Ich aus den letzten Tagen weiß, dass das nicht immer erleichternd ist. René, ich bin voll bei dir, René. Du bist voll bei ihm, okay. Ja, er schrieb nur, Paddy, du machst mir Angst. Du bist voll bei ihm, das lass mal so stehen. Aber ich hatte, aus meiner Sicht, nee, ich hatte in den letzten Tagen Magenprobleme. Das Entleeren lief nicht so gut. Kenne ich. Deswegen habe ich mir heute sogar einen Einlauf verpasst. Boah, würde ich danach erstmal eine Weile nicht das Haus verlassen? Nee, das geht. Also, pass auf. Da steht drin, 10 bis 20 Minuten innehalten. Danach kann man entleeren. Das habe ich dann versucht. Das war noch sehr schmerzbehaftet. Oh. Der Witz ist, danach habe ich gegessen. Und dann wollte ich einkaufen gehen, weil ich mir dachte, okay, ist ja vorbei. Dann war ich auf dem Weg zum Supermarkt, der ist echt nicht weit weg bei mir. Und ich habe schon gedacht so, oh, ich merke was. Und ich habe einen Mitbewohner. Und ich war schon mit einem Mitbewohner, nein, so schlimm war es nicht. Okay. Aber ich habe meinen Mitbewohner auf dem Weg zum Supermarkt. Und ich habe schon gedacht so, wenn ich zu Hause bin, muss ich mal auf Toilette. Mhm. Und ich fand das total unhöflich, was ich gemacht habe, aber es ging nicht anders. Und zwar war beim Supermarkt, ich stand an der Kasse, ich habe bezahlt und er kam gerade zur Kasse. Ich so, ich gehe schon mal vor. Und ich bin dann nach Hause gekommen und ich saß noch nicht richtig und da ging es schon los. Also es war echt so, das musste, also bei mir hatte das eine verzögerte Wirkung. Aber wenn das dann klappt, dann ist das doch erleichternd. Na, Moment mal, was? So, und dann, aber wenn sie fertig ist, schön ein High Five geben.
Die kommt dann raus, abgespült, kommt raus und dann so. Yeah! Na, wie war's? Lief gut? Aber da ich hast du. Wie groß der Einlauf war. Paddy. 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 Was denn? Oh, ich dachte, ich komme mal mehr zu Wort. Du wärst wahrscheinlich schon 5 Themen weiter, wenn ich dich nicht unterbrechen würde. So. Da kommen wir nämlich wieder zu dem Punkt. Würdest du dich dann auch im gewissen Maße vor ekeln, wenn du weißt, dass dein Partner, Partnerin eine entsprechende Hygiene betreibt, Körperhygiene? Weil dieser Ekel setzt ja mit ein bisschen voraus, finde ich, dass du denkst, dass das halt irgendwie unhygienisch ist. Würde ich jetzt behaupten. Ich habe keinen Ekel davor, ich will es einfach nicht wissen. Ja, aber wenn du es nicht wissen willst, dann ist doch da, dann muss doch eine Grundlage für da sein. Ich finde das einfach nicht relevant. Also ich brauche das, also ich habe da kein, genau, jeder geht kacken, aber ich habe da keinen Ekel vor. Mir ist bewusst, realistisch bewusst, dass Frauen auch keine Regenbögen auskacken. Was? Aber ich will meinen Partner nicht. Ich will nicht, dass mein Partner das mitbekommt. Also will ich das auch nicht bei meinem Partner mitbekommen. Oder in dem Fall Partnerin. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Das ist. Weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Wir haben eine Frau. Ich hab eine Frau bei mir im Chat. Warte mal. Achso, warte mal, ich werde ja angeguckt. Muss mal kurz meine Schippe auf. Wir sehen, wie er sich freut. Ich hab eine Frau im Chat. Ja, na, pass auf. Nein, es geht um was anderes. Und zwar, ich hab eine Frau im Chat. Die können wir gleich mal fragen. Und zwar: Warum sehen Frauen in anderen Frauen so oft Konkurrenz? Simon, vielleicht könntest du auch deine Hausfrau fragen. Nee, ernsthaft, frag sie doch mal. Nö. Nie tust du mir eine Freude. Kann ich sie fragen? Hol's mal ins Mikrofon. Nö. Okay, dann nicht. Kommt doch an, wie groß der Einlauf war. Der Einlauf war. Mittelgroß. 120 Milliliter. Weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ja. Aber Leoli. Warum sehen Frauen anderen Frauen so oft Konkurrenz? Frauen sehen da nur Konkurrenz, wenn sie sich selbst nicht sicher sind. Okay. Frauen sehen nur Konkurrenz, wenn sie sich selbst unsicher sind. Kann ich aber bei Telonym so richtig... richtig fundierte Antworten geben, also soll ich immer nur meine eigene beschränkte Ansicht. Wie findest du Menschen? Ich bin Patrick. Oh, das ist gut. Pass auf. Oh Gott. Da können wir jetzt alle was zu sagen, auch Lukutus. Ich möchte kurz anmerken, dass wir beide inzwischen René Angst machen. Ja, ist egal. Ich möchte anmerken. Wie findest du Menschen, die an Horoskope glauben? Ja, ne? Ja, schwierig ist, also in gewissen Rahmen finde ich, das, was in den Texten steht, in so Zeitschriften, stimmt mit dem, was ich selber lebe, überein. Aber, muss dazu sagen, die bei den Zeitschriften sind nicht dumm. Die wissen ja genau, was sie da reinzuschreiben haben. Naja, klar. Das hat nichts mit den Horoskopen an sich zu tun, sondern einfach mit irgendwelchen Wissenschaften dahinter. Und? Jetzt aber, ich nehme jeden, wie er ist wie mit den Zeugen. Sagen Sie mir nicht, auf den Sack gehen, ist alles gut. Und Horoskope sind wie Sternzeichen, Sachen generell oder was gibt's noch? Irgendwelche. Ja, genau. Es ist meistens einfach nur selbsterfüllend, weil wenn du daran glaubst, dann achtest du mehr auf irgendetwas, was du unterbewusst damit in Verbindung bringst. So, und dann ist es für dich natürlich so: Oh, es ist eingetreten. So, also es ist in gewisser Weise einfach nur ein Selbstbetrug. Schreibt deinem Gehirn. Wie Leoli sagt, es ist okay, solange sie mir nicht damit auf den Nerven gehen. Wie war der Spruch?
mit Glauben ist es wie mit Penissen. Nicht vor Kindern, niemandem damit auf den Sack gehen. Und irgendwie sowas war da, ja. Halt, stopp! Was? Wie sind wir jetzt auf Penisse gekommen? Moment! Nein, da gab's einen Spruch, aber ich weiß nicht mehr genau, natürlich. Wie der geht. Ja? Ja, natürlich gab's da einen Spruch. Ja, kennst du den nicht? Kennst du den nicht? Ja, sicher! Ist schon uralt, das Ding. Sicher. Nicht in der Öffentlichkeit war, glaube ich, das dritte. Ja, natürlich soll man Penis nicht in der Öffentlichkeit. René schreibt, jeder soll an das glauben, an das er möchte, solange er mich nicht nervt. Ja, da haben wir das Problem mit den meisten Glauben. Die nerven nicht meistens. Ja, richtig. So. Kommen wir zur nächsten Sache. Ich möchte kurz nochmal René vorlesen. Er hat nämlich noch was geschrieben. Mir ging es mal auf Arbeit dreckig, mir war schlecht und bin dann essen gegangen, weil ich dachte, vielleicht haben wir mal was im Magen drin und dann ging es mir schlecht. Ging dann in den Ruheraum und dann musste ich mich schon übergeben, dreimal mit Pause. Läuft. Schade ums Mittagessen tatsächlich. Also nein, pass auf, was viel, viel widerlicher an der Sache ist, mit Pause. Ja, du denkst, es ist vorbei und dann... Also wenn man sich einmal übergibt, dann ist vorbei, ist gut. Aber dreimal mit Pause dazwischen, boah, nee. Ja. Boah, das tut mir leid. Okay, kommen wir zu Telonym zurück, zu angenehmeren Themen, die einen nicht so ankotzen. Ich bin so lustig. Du Tier. Ja. Und zwar, was sagt Neid über jemanden aus? Im Prinzip eigentlich nur, dass er mit sich selber unzufrieden ist, oder? Ja, kann man, glaube ich, so runterbrechen. Neid ist im Grunde nur, dass man das haben will, was jemand anderes hat, weil man es selber nicht hat. Richtig, das ist ebenfalls die eigene Unsicherheit. Ja, richtig. Unzufrieden. Dass jemand mit sich selbst unzufrieden ist. So, habe ich noch was bei Telonym? Ich meine jetzt einfach mit. Wenn ich euch schon da habe, kann ich euch auch einfach als Umfragegruppe benutzen. Worauf freust du dich? Ja, worauf freue ich mich denn? Auf den neuen Doctor Strange-Film. Der wird fett. Was? Vor allen Dingen, weil da wieder Patrick Stewart mitspielt. Als Charles Xavier, man vermutet es. Warte, passt das denn universell zusammen? Sony hat ja 20th Century Fox gekauft, deswegen haben sie auch die X-Men-Lizenzen wieder. Ah. Und deswegen passt das. Okay. Jetzt habe ich nur geschrieben auf den neuen Doctor Strange. Naja, egal. Okay, passt schon. Oder was meinst du jetzt universell? Naja, in Multiverse of Madness wurde ja eingeführt. Nicht Multiverse of Madness, das ist der neue Film, der rauskommt. In Spider-Man No Way Home und Loki Staffel 1 wurde ja das Multiversum eingeführt. Ja. Also passt das ja dementsprechend. Dass Charles Xavier einfach aus einem anderen Multiversum stammt. Nicht aus dem MCU 616 Universum, sondern einfach aus einem anderen. Die haben Nummern? Ja, die haben Nummern. Okay. Universen. Aber die haben nicht nur Nummern, sondern jetzt auch MCU davor stehen. Also MCU 616. Das ist nochmal ein anderes Universum als das normale 616. Alter Nerd, ne? I told ya. Die. Übrigens, ich hab noch eine Telonym-Frage. Und zwar: Findest du, dass man eine Beziehung im Internet öffentlich machen sollte? Und wieso? Verstehe ich nicht ganz. Eine Internetbeziehung oder die Nein, Beziehung? Eine normale Beziehung. Dass man die. Im Prinzip, ob du deine Beziehung bei Facebook angeben solltest. Also das ist ja wieder so eine typische Frage von entscheid das doch selber für dich. Was sagt denn der Chat dazu? Locutus, was sagst du denn dazu? Leoli, was sagst du dazu? René, was sagst du dazu? Muss man eine Beziehung unbedingt im Internet öffentlich kundtun? Muss man unbedingt dem ganzen Internet mitteilen, ey, du, Bitch, guckst du, bin ich in eine Beziehung?
Also ich sehe das ja so, du musst das nicht unbedingt. Nee, das wie gesagt, ja nur, kann doch... Wenn du dich selber damit wohlfühlst. Ja, muss doch, wie gesagt, jeder für sich selber wissen. Richtig. Wenn du sagst, ey, du, komm, der Öffentlichkeit geht das ein Scheißdreck an, mit wem ich zusammen bin, oder ob ich überhaupt mit jemandem zusammen bin, dann ist das so. Vorausgesetzt, du nutzt dann nicht dieses... Im Internet weiß das keiner dafür, dass du im Internet mit anderen rumflirten kannst. Ne, das ist dann wieder so eine Sache. Da jetzt einfach ja. Ja, an sich hast du recht, Leonie. Also Leonie schreibt dazu, na, es schützt auf jeden Fall davor, vor Anmachen sicher verschont zu werden. Ja, das hast du das Problem. Wir Jungs haben das weniger. Weniger bis gar nicht. Genau, das ist leider meistens Frauen, die einfach plump angemacht werden. Du sagst jetzt leider. Ich bezweifle jetzt, oder ich stelle jetzt einfach mal ganz stark in Frage, dass du irgendwie jeden Tag 5 Schwanzfotos in deinen DMs haben möchtest. Deswegen sage ich ja leider. Ja, das... Es ist leider so, dass Frauen angemacht werden. Ach so, es klang eher so, dass es ist leider, dass mir das nicht passiert. Nee, es ist leider so, dass Frauen angemacht werden. Ja. Ich hatte das nämlich schon mal. Ich hatte schon mal ein Schwanzfoto in meinen Insta-DMs. Wow. Ja, das war nicht so toll. Ich habe mir einfach nur so gedacht, wow. Why? Ja, genau das habe ich mir gedacht. Einfach why? Ja, ich war nicht mal sauer oder so, sondern einfach nur so. Warum? Er hat dir also nicht gefallen? Nee, hat er nicht. Fand ihn ein bisschen abstoßend. Das war halt so ungefragt. Das war so die erste Insta-DM, direkt ein Foto. Nicht mehr irgendwie Hallo oder so davor, sondern direkt Schwanz. Hätte wenigstens vorher mit mir nett geschrieben und das hätte sich irgendwie so ergeben, aber direkt Schwanz? Nee. Ich finde so, dass man eine Beziehung im Internet öffentlich machen sollte. Jeder wie er möchte. Ja. Man muss selbst wissen, ob man jedem in der Welt sagen muss, Doppelpunkt, Anführungsstriche oben, ich bin nicht mehr Single, Anführungsstriche. Ob wir den Link dazu packen. Du bist manchmal auch so ein ganz Linker, ne? Ja. Richtig link bin ich. Und ich bin auch flink. Findest du Schwänze generell abstoßend? Nein, nicht generell. Aber ich fand das einfach... Da fände ich mich ja selber abstoßen, wenn ich Schwänze generell abstoßen fände, oder? Weiß ich nicht. Würde ich auch nicht so unterbrechen. Oder besser beim richtig schönen vielleicht auch einfach neidisch. Nee, neidisch nicht. Ich bin relativ zufrieden mit mir selber, was die Bestückung angeht. Es ist auch eine zunehmend verlorene Kunst, ne? Und zufrieden mit seiner... Ja, ja, auch da, ja. Dass viele Männer Pornos gucken und ja, denken, genau. Oh, ich muss einen Schwanzus Longus haben. Ja, was ist daran so lustig, Buddy? Ich habe einen ganz guten Freund in Rom. Ich weiß, das war jetzt dumm, das so zu sagen. Aber dieser Schwanzus Longus hat auch eine Frau, der ist Incontinentia Poperze. nein, aber... Ja. Ganz ehrlich, das ist halt... Ich bin mit mir selber zufrieden. Ich habe oft genug Sex gehabt. Gut, das meinst du ja, aber 18 das übrigens. ist deins ja auch ab 18? Immer bestimmt, immer. Sonst wäre René hier bestimmt auch nicht drin.
Aber ich hatte oft genug Sex in meinem Leben und oft genug hat sich keine Frau beschwert. Also eigentlich hat sich noch nie eine Frau beschwert darüber. Gut, dass dann ist klein wäre. Dann ist aber halt auch immer die Sache, wie viele Leute hast du oder würdest du sowas ansprechen, wenn du jetzt in der anderen Situation wärst, wenn du die Frau gewesen wärst zum Beispiel. Meinst du, du würdest sowas ansprechen, wenn, dann wärst du eigentlich richtig arschig, oder? Nee, ich wäre ehrlich. Ja, aber du was musst... Was eigentlich nur fair gegenüber wäre, dem anderen. Weiß ich nicht. Stell dir mal vor, dieser Mensch hätte sowieso schon mit den Problemen zu kämpfen, dass er da unsicher und nicht so selbstbewusst ist. Und dann kommst du daher, denkst du, tust was Gutes und sagst einfach so, ist ja voll winzig. Blöd gesagt, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ja, aber dann ist es doch erst recht fair, ihm zu sagen, weil auf die Länge kommt es nicht an, dann kannst du ihm ja wenigstens sagen, deine Technik ist nicht gut, lass das doch uns nochmal so und so ausprobieren. Ja, das formuliert man natürlich besser, aber... Ja gut, dann okay. Ne, du gehst nicht einfach hin und sagst, boah, du bist scheiße, sondern du sagst ihm halt... Du bist Müll. Lass uns doch mal eine andere Technik aus... Du bist Trash. Aber dass du dann halt einfach eine andere... Dass du ihm dann sagst, hier, ich hätte das gern so und so. Ich meine, das machst du mit einer Frau doch nicht anders. Du sagst ja auch, wenn die Scheiße bläst, sagst du ja auch, probierst du mal ein bisschen mehr mit Zunge oder so. Ja. Das finde ich, lässt sich aber nicht vergleichen. Das ist so jetzt dieses Äpfelbirnen-Prinzip, weil einfach nur in der Technik-Kacke zu sein. Du kannst schlecht Männer mit Frauen vergleichen. Ja, true story. Da musst du irgendwas finden. Deswegen sage ich jetzt, okay, wenn er vielleicht ein bisschen kleiner geraten ist oder dünner geraten ist, dann musst du es mit der richtigen Technik ausgleichen. Wenn eine Frau schlecht blasen kann, dann hat sie nicht die richtige Technik drauf, weil ich glaube, jede Frau kann gut blasen. Nein. Doch, ich glaube, dass es jede kann mit der richtigen Technik. Glaubst du nicht? Aus Erfahrung würde ich sagen, manche können die Technik halt auch einfach nicht. Ja gut, aber dann können sie die Technik nicht richtig. Mit der richtigen Technik könnte es jede Frau richtig gut. Du kannst einfach pauschal sagen, boah, die Frau kann nicht gut blasen. Das liegt ja auch an dir. Wenn du es nicht magst, dann magst du es einfach nicht. Dann kann die Frau ja nichts dafür. Ich wollte gerade schon sagen, was meinst du? oder irre ich mich? Ja. Oh, wenn du es einfach generell nicht magst, dann kann die Frau noch so gut sein. Dann ist das halt einfach so. Ja. Das stimmt. Von dem nicht gerne machen gehen wir gerade gar nicht mal aus, weil das wäre ja noch weiter weg von dem Vergleich, den ich gerade aufgestellt habe. Aber ja klar, es gibt auch Frauen, die mögen einfach nicht blasen. Es gibt auch Männer, die mögen nicht lecken. Ja. Adi? Ja, bitte. Mal was anderes. Beim Italiener, magst du Pizza mit Meeresfrüchten? Nee, absolut nicht. Aber das liegt daran, dass ich Meeresfrüchte eher schlecht als recht mag. Okay, jetzt können wir wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren. Meine Frage ist damit beantwortet. Ja, wie kam es jetzt darauf? Irgendwann früher hieß es immer so mal unter Frauen so, ja, wenn er Meeresfrüchte mag, ne, dann geht er auch mit der Zunge unten ran. Weißt du, das war so noch dieser Spätschulhof-Klatsch. Ah. Ja. So spätpubertäre Gelaber. Richtig. Ja. Richtig dumm. Ist halt richtig stumpf. Aber stumpf ist Trumpf, wissen wir ja. Stumpf ist Trumpf, René ist wieder da. René war weg. René sagt immer nie, wenn er weg ist. Weg? Der sagt dann immer so, wieder da. Du hast ja einen Drop verdient, hol ihn dir ab. Oh, ich habe mir einen Drop verdient, sehr schön. Lecker. Ja, wird auf Tanks oder wird auf Warships Drop. Ach so. Es gibt keine Arvorion Drops, das wäre ja noch schöner. Boah, stell dir mal vor, du könntest Arvorion anderen Streamer zu gucken und damit Ressourcen farmen. Ja, da sind so viele Tabs offen, ne?
Aber stell dir mal vor, das wäre schon geil, oder? Hätte was, ja. Wobei ich das, glaube ich, eher für System-Upgrades oder Geschütze oder sowas, glaube ich, machen so würde. So seltene Geschütz-Upgrades, ja. Geschütze oder seltene Systeme. Ja, oder du kriegst halt Zufallsprinzip. Du kriegst ein Zufallsprinzip Ressourcen-Container-Drop oder so. Dass du nur eine 0,02%ige Chance hast, irgendwie Xanion oder sowas zu kriegen oder was auch immer. So, gerade auch wenn du irgendwie noch bei Eisen bist oder so. Oder auf Vorios. Moment, was? Moment! Du hast gerade das Spiel angefangen, fängst einen Streamer zu gucken und kriegst dann Avorion. Nee, mein Freund. Ja, das wäre hart Glücksfall, ne? Ja gut, aber mit dem neuen Bausystem bringt es dir nichts ohne das Wissen. Und das Wissen kriegst du halt nur im Avorion-Gebiet. Ja. Das heißt, du hast Avorion die ganze Zeit, kannst es dir angucken, dass du es besitzt und denkst dir so, fuck. Das wär tatsächlich eine Folter. Maybe. Schon wieder ein Hyperraumunterbrecher, legendär gerät. Übrigens, dieser Hyperraumunterbrecher, ne? Der ist echt zum Kotzen. Dann unterbrichst du den Hyperraum für jemanden, dann kommt der aus dem Hyperraum gesprungen und hat dann so einen Zwischensprungantrieb. Den beschießt du dann und dann springt der die ganze Zeit hin und her. Und dann sagt er dir, du brauchst aber was, um mich stoppen zu können, sonst kannst du mir gar nichts. Okay. Und du denkst, boah, halt dein Maul. Hört sich sinnvoll an. Hab gerade Anruf bekommen. Nee, spontan Anruf bekommen. Natürlich. Und er ist gleich wieder weg, weil Lina ist jetzt gerade live. Dann ist René ja immer. Ne? Wer ist Lina? Hallo, da erzählt er jeden Stream von. Da er bei mir ja meistens nicht abgammelt, sondern bei dir. Ja, tut er, bestimmt. Bei dir. Was macht eigentlich bei dir die Arbeit? Die war heute richtig scheiße. Aber Moment mal. Das Wetter war heute auch richtig scheiße. Erzählt René nicht sonst immer von Montana Black? Was? Ach, ab und zu, aber nicht immer. Also immer wenn ich das lese, redet er von Montana, von wegen, ich war gerade bei dem und er hat das und das gemacht, willst du das nicht auch mal machen? Das Wetter war hier auch scheiße, war sehr nass und sehr windig. Boah, Alter, als der Regen dann wieder aus der Waagerechten kam, na, gar keinen Bock mehr. Aus der Waagerechte, so direkt ins Gesicht. Ja, ist halt so. Kannst halt nichts machen. Du bist komplett in Regenkleidung drin, die wird irgendwann undicht. Meine Schuhe haben irgendwann aufgegeben, dann muss ich auf Gummistiefel wechseln. Zu kotzen, ey. Das Schlimmste ist, wenn die Gummistiefel aufgeben. Dann hast du echt ein Problem, weil dann sind sie irgendwo gerissen und dann kannst du wegschmeißen. Ja, das größere Problem ist, dann hast du auch verloren. Ja. Hä, Moment. Hier ist ein Schiff reingesprungen von den Zotern. Das hat einfach mal ein Schiffswerf-Symbol oben drauf. Oh, lol. Das heißt, das kann ich richtig zersetzen, wenn du das angreifst? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich finde es einfach interessant, dass es einfach ein Schiffswerf-Holo auf dem Kopf hat. Übrigens. Hier werden Wurmlöcher von den Zotern geöffnet und die rufen immer mehr Schiffe in den Sektor. Übrigens, weil der Paddy dir ja Fragen gestellt hat, hätte ich auch eine Frage an euch. Könnt ihr? Ich muss übrigens auf Toilette. Frag du mal, ich bin mal eben auf Toilette, bin gleich wieder da. Meine Schiffe zerlegen in der Zeit mal eine Zoternflotte. Waren Paddys letzte Worte. Als er wieder kam vom Tütö, war sein Geschrei riesengroß. Er brach zusammen, schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Und sagte sich, nein, wieso nur dachte ich könnte kurz weggehen. Ja. Und so wird das bestimmt laufen. Ich sehe das hier nicht, aber so wird das bestimmt laufen. Okay, irgendwer kloppt sich hier gerade. Oder hat es sich gekloppt? Ja, okay. Nee, okay, cool. Es treffen weitere Schiffe ein. Jetzt nicht so mein favorisiertes. Ich wollte nämlich eigentlich die ganze Zeit. Ich suche die ganze Zeit eine scheiß Jägerfabrik. Es ist unmöglich, jetzt eine Jägerfabrik zu finden. Ich weiß nicht, wie wir das denn früher immer gemacht haben. Da ging das irgendwie alles schnell und leicht und überall stand irgendwas rum. Aber jetzt so nach dem Update, ne? Du fliegst und erkundest Sektor und hast gefühlt schon ein Viertel der Galaxis, ne? Und ich habe noch nicht eine Jägerfabrik gesehen.
Was ist eure Meinung nach das Schlimmste, was eine Frau in einer Beziehung machen kann? Und boah, dich umbringen. So. Was ist schlimmer? So. Dann bist du tot. Das ist eine komische Frage, René. Und selbst wenn es, und ich finde ja immer diese Wortzerlegung sehr toll, ne? Selbst wenn es was anderes ist und du danach enttäuscht bist, musst du dir immer das Wort vor Augen führen, wurdest enttäuscht. Du hast ja eigentlich noch was dazu durchgewonnen. Du bist danach ja mehr oder minder schlauer als vorher. Würde ich zumindest jetzt versuchen, das positiv zu sehen. Die Frage kannst du Paddy gleich nochmal stellen. Da ist er, glaube ich, auch sofort bei. So, da bin ich wieder. Welche Frage hat er gestellt? Was ist eurer Meinung nach das Schlimmste, was eine Frau in einer Beziehung machen kann? Habe ich gesagt, dich umbringen. Dir fremdgehen? Weiß ich nicht. Also auch, das deswegen meinte ich gerade mit, man kann das auch positiv betrachten, weil du dadurch ja enttäuscht wurdest. Du hast dann ja, die wurde ja eine Täuschung. Enttäuscht werden positiv. Nimm das Wort mal. Es ist eine Enttäuschung. So, das heißt, du siehst ja jetzt die Wahrheit. Du bist ja nicht mehr, ne, du wirst ja nicht mehr getäuscht. So, du kennst jetzt die Wahrheit. So, das ist doch ein Fortschritt für dich dann. Ja, das würde jemand sagen, der es sehr, sehr optimistisch sieht. Ja, in dem Augenblick bestimmt nicht, aber... Ich wollte gerade sagen, in dem Augenblick denkst du dir, was soll der Scheiß? Mhm. Sehen wir das mal realistisch. Wenn die eine Frau fremd geht, ist das schon... Ja, nicht so geil. Nee. Was schreibst du? Scheinbar kacken gehen, wenn er unter der Dusche steht. Das stimmt so nicht. Das habe ich so auch nie gesagt. Sie haben mir hier Worte im Mund verdreht. Ja, jetzt brauchst du mir Sorgen, Jakob. Okay. Habe ich da nie drüber nachgedacht, dass Enttäuschung ja quasi von Täuschung das Ende ist? Ja, das ist Ende einer Täuschung. Ja, aber ganz ehrlich. Ja, aber nein, Solange oh mein du Gott. Getäuscht wurdest und es nicht wusstest, tut es weniger weh, als in dem Moment, wo du es weißt und dann enttäuscht bist. Also im Prinzip ist das Ende einer Täuschung nicht das Ende der Schmerzen. Aber der Beginn des Endes. Ja, damit beginnt es. Aber so ein Fremdgehen einer Frau kann ja auch zum Beispiel für was anderes stehen. Es gibt oft genug Paare, die verzeihen sich sowas. Ach, das sind so viele individuelle Sachen. Da kannst du gar nicht drauf eingehen. Das kannst du nicht pauschalisieren. Nein, kannst du nicht. Ganz oft hat so ein Fremdgehen auch damit zu tun, dass dir was fehlt. Ja, ganz oft, aber nicht nur. Ich möchte übrigens an der Stelle sagen, ich probiere das allererste Mal Dr. Pepper Kirschgeschmack. Dr. Pepper Kirschgeschmack. Übrigens, wusstest du, dass Dr. Pepper nichts mit Cola zu tun hat? Ja, war mir klar. Habe ich auch nie in Verbindung gebracht. Okay, ne, ich dachte immer, Dr. Pepper wäre auch eine Art von Cola. Und ich habe Dr. Pepper immer mit Pfeffer in Verbindung gebracht. Ich dachte immer, es wäre... Im Prinzip habe ich immer gedacht, Dr. Pepper wäre eine Cola mit Pfeffergeschmack. Wow. Das klingt so eklig, wie ich es mir vorstelle. Ja, und deswegen habe ich Dr. Pepper eigentlich immer gemieden. Ja. So, was ist in diesem Geheimversteck? Wie kann ich das öffnen? Oder kann ich das Geheimversteck auch nur mit dem DLC öffnen? Nee, Geheimversteck kannst du auch so öffnen. Dr. Pepper, schmeckt irgendwie... Pfeffrig. Nee, das nicht, aber...
Ja, das meinte ich so nicht. Ja, daran ist trotzdem nichts positiv, fühlt sich trotzdem kacke an, in dem Moment zumindest. Muss ich Paddy recht geben. Du hast es eigentlich nicht zu verzeihen, finde ich, Fremdgehen. Eine Frage hätte ich noch an Saren gerichtet. Nee, du richtest jeden Stream Fragen an mich. Du musst das jetzt nicht ankündigen. Du kannst auch Fragen an mich richten, dann hast du ihn mal entlastet, wenn du eh immer Fragen an ihn richtest. So, jetzt müsste jemand bitte ein Bild zeichnen, wie ich in der Ecke von so einem Boxring liege und gerade abgetupft werde, während du für mich den Ring übernimmst. Wie so in der Ecke hängst und den Seilen so auf dem Hocker sitzen, dann so abgetupft wirst, den das eine Hand um den Kragen hast und dann so zugewedelt wird, so, okay, Timeout, Timeout. Ja, genau so. Die ist schon, ja, schon putzig aus, wenn du so genau schmeckst. Ich sehe so immer aus, wenn ich genau schmecke. So generell. Aber René, stell doch deine Frage. Ich beantworte sie dir gerne, auch im Namen von Saren. Ich kann bestimmt nicht daneben liegen. Dafür kenne ich Saren tatsächlich schon ein bisschen. Oh, jetzt hängt er sich aber weiter aus dem Fenster raus hier, ne? Schon so ein paar Jahre kenne ich dich. Ah, true story. Das habe ich dich schon mal gefragt. Woher kennen wir uns eigentlich? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Es hatte bestimmt mit Minecraft zu tun. Nicht mit Space Engineers? Stellst hier natürlich was auf. Aber würde ich sagen, nein. Doch, ich würde tatsächlich eher zu Space Engineers tendieren. Also wir kennen uns auf jeden Fall über YouTube. Ja, genau. Also, das kann ich mir nicht anders erklären. Ich wüsste nicht sonst woher. Und es war noch zu der Zeit, als du bei deinen Eltern gelebt hast. Also. Ja. Das ist schwierig jetzt. Eigentlich ist das ganz leicht. Man könnte nachgucken, da hast du recht. Aber das ist so viel Recherchearbeit. So, warte mal. Lieber Herr Sein, du bist ja so, dass du sagst, du magst keinen Fußball. Warum genau magst du denn keinen Fußball? Unter anderem wegen 20 Idioten einen Ball hinterher rennen und zwei in ihren Kästen stehen und darauf warten, dass das Runde in den Eckige kommt. Und unter anderem wegen der Fangemeinschaft und diesem Überhyper-Kult und jeder hasst den anderen und die anderen sind kacke und man sagt, diesen ganzen Scheiß, ne, kann ich. Das alleine würde Fußball schon für mich unattraktiv machen. Nebenbei, dass es mich gar nicht interessiert. Und dieser neuerliche Vorfall, den mein Meister mir vorhin auch noch mal erzählt hatte, der hatte nämlich, ich glaube, war das Preußen gegen Essen? Ich glaube, Preußen hatte gegen Essen. Preußen, Münster hatte gegen Essen gespielt. So, und der Block der Essener war hinterm Tor von Preußen und als dann, ich glaube, Preußen Tor gemacht hatte oder so, dann hat irgend so ein Vollidiot, übrigens ein Vater, der mit seiner Tochter da war, hat dann einen Polenböller da in die Ecke geworfen, wo sich der Wechseltorwart warm gemacht hat. So. Und zwei Spieler dann, einer mit einem Trauma, der andere mit einem, sag ich jetzt mal, Knallschaden, war der nicht mehr spielfähig, 15 Minuten Unterbrechung und hat 15 Minuten der Schiri gesagt, ja, Pech gehabt, ne? Spiel ist jetzt abgepfiffen und wenn's ganz blöd kommt, hat Essen jetzt einen Punkt verloren. Weil das Spiel dann Preußen zugesprochen wird. War das ein Fan von Preußen oder ein Fan von Essen? Fan von Essen. Das heißt, er hat sich selber geschadet. Richtig. Und genau wegen so einer Scheiße und dass dann Polizei und Steuergelder für so eine Scheiße verschwendet wird, das sehe ich schon seit Jahren nicht ein, Alter. Überhaupt nicht. Was ich an Fußball jetzt besonders durch Corona verwerflich finde, ist, warum durfte das stattfinden, während Corona ganz, ganz schlimm dran war? Ja, gerade am Anfang. England während der des UEFA Cups oder Weltmeisterschaft oder was auch immer das war, oder Europa Cups, 60.000 Menschen in die Arena rein. Aber ins Restaurant durften keine 10 Leute gleichzeitig. Warum hat Fußball jetzt schon wieder, nur weil sie rumplärren und rumnörgeln, immer Sonderrechte bekommen? Ja, und die FIFA an sich ist ein Verbrecherverein, aber das lassen wir mal außen vor. Das wissen wir eigentlich. Die sind homophob, die sind rechts des Todes. Das ist einfach ein Kackverein.
Ja. Also, Fußball muss man alleine schon wegen dem Verein dahinter boykottieren. So, das Spiel an sich, ne, das mag nicht mal verkehrt sein. Aber es sind einfach die das Spiel umgebenden Menschen, die es einfach schlecht machen. Ja. So, also Fußball, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, hat es ja auch mehr oder minder dann so damit angefangen, dass dann mit es Menschen, denen langweilig war. Nein, so meine ich jetzt nicht. Aber das dann so vor zwei Jahrhunderten so gefühlt war das dann ja, lass mich lügen, vor zwei Jahrhunderten war das dann, als das langsam etabliert wurde. Das etabliert. Oder vor einem Jahrhundert. Gehen wir einen Schritt kürzer. Vor einem Jahrhundert, als es schon etwas etablierter war, war es ja halt trotzdem so, dass auch so, gerade zur Gründungsanfangszeit von der FIFA und von den Clubs und sowas dahinter, dass das immer noch ein Klassenspiel war. So, es gab die Mannschaften, die waren aus den Hohen- und Adelshäusern und sowas, und dann gab es halt so nur die einfachen Leute, die da ihre eigenen Teams gebildet haben, so, aber waren halt nicht anerkannt und ja, war halt nur so ein Spiel, ne? Und so, da begann ja schon dieses Feindschaftliche. So, wir gegen die. Ja gut, aber das ist okay, diese Rivalität. Ja, finde ich ja okay. Ja, aber der Hintergrund für diese Rivalität, der ist nicht gut gewesen. Und generell, wie gesagt, das Spiel an sich ist nur ein Spiel. Aber der Mensch macht daraus wieder etwas, wo er nicht verlieren kann und kein Fairplay kennt. Das finde ich okay. Also nicht kein Fairplay kennt, aber kein ehrenhaftes. Diese Rivalität finde ich okay. Nein, wo er kein ehrenhaftes Verlieren kennt. Und das, da beziehe ich jetzt nicht auf die Spieler, sondern auf die Fangemeinde. Das ist wieder so ein Pauschalisieren, das sehen ja auch nicht alle Fans so. Nee, nicht alle, aber es ist eine ekelhaft große Menge. Liegt vielleicht aber auch daran, dass es halt so ein populärer Sport ist, dass die einfach groß ist, zwangsweise ja, gut, deswegen. Aber das finde ich jetzt wieder schwierig, das ist halt wieder so pauschalisieren, das ist wieder so, es gibt die Ultras, klar, die übertreiben. Die habe ich extra rausgelassen. Fans, die übertreiben, aber so pauschal würde ich nicht an den Fans festmachen, sondern eher an den Vereinen. Die Vereine sind halt leider gewinnorientiert und die FIFA dahinter ist ein Verbrecherverein, die keinerlei Toleranz kennt. Und von den Gehältern das wollen wir jetzt irgendwie gar nicht anfangen, ne? Genau, von den Gehältern für einen Spielerwechsel von über 20 Millionen, wo man sich so denkt, was für ein Verhältnis zu was ist das? Genau. Aber da kann weder der Spieler selbst noch der Fan was für. Das hat andere Hintergründe. Doch, der Fan kann was dafür. Nö. Der Fan unterstützt es, der Fan zahlt es. Wenn die Vereine oder wer auch immer sagen, so, ja, nee, wir mussten jetzt die Preise erhöhen, weil. Und der Fan trägt es mit. Ist der Fan mit Schuld, dass dieses System gestützt wird. Das ist wie in der Wirtschaft, würde ab einer gewissen Preisspanne keiner das mehr bezahlen wollen, weil sich alle denken so, ach nee, also sorry, das ist mir jetzt aber zu viel, ne? Also, ne, bis zu dem Punkt wäre ich mitgegangen, aber jetzt habt ihr echt übertrieben, dann würde sich das ganz schnell wieder nach unten regulieren. Aber es wird mitgetragen. Ja, klar, aber das da hat der Fan keinen direkten Einfluss drauf. Was? Ich beziehe mich hier nicht auf die Preise explizit, sondern eher auf die. Also ich beziehe mich hier primär auf das, auf die FIFA, auf dieses toxische Verhalten. Ja, die FIFA müsste man einfach boykottieren und in dem Sinne einfach sagen, da sind die Vereine dann eigentlich schuld dran, dass sie das alles mittragen. Da müssen die Vereine einfach sagen, so, ja, nö, ihr seid jetzt nicht mehr unsere Dachorganisation. Ja gut, aber das kann kein einzelner Verein machen. Das müssten, wenn, dann ja, alle richtig gleichzeitig machen. Oder ein Großteil. Dass einfach die Mehrzahl sich einfach von der FIFA loshat und sagt, so, ja, nö, verzieht euch mal jetzt. Genau. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Aber die FIFA ist für mich Dorn im Auge. Tja. Die FIFA an sich, die ist einfach Schmutz. Das kannst du jetzt ja nicht so sagen. Das würde ja auch bedeuten, dass du zu Friedrich Merz sagst, der ist ein gewinnorientierter Börsenvorstand, der es in die Politik geschafft hat. Also, das ist ja, ne? Das ist hier aber ganz weit aus dem Fenster. Nein, also es ist nee, aber die Grunde, FIFA, ja. Die FIFA ist einfach Schmutz. Die, wie war das nochmal? Die ist gegen Schwule. Die boykottiert das.
Da gab es doch so einen indirekten Protest von auch von unserem Captain, von unserer Mannschaft. Der hatte eine Binde an mit einer Gay Pride oder mit einer, das heißt ja nicht Gay Pride, sondern Pride Flag drauf. Mhm. Also mit einer Regenbogenflagge drauf. Und ich würde schon gesagt haben, nee, das geht nicht. Wir wollen uns hier nicht politisch, kein politisches Statement machen. Und dann auf der Rückhand politisches Statement macht, was total fragwürdig ist. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber wo man sich so gedacht hat, ihr sagt, ihr macht kein politisches Statement. Aber. Ja. Die FIFA handelt nur in ihrem eigenen Interesse. Okay, grundsätzlich ist das ja nichts Verkehrtes, aber als so große Organisation zu sagen, wir sind gegen Homosexuelle, wir sind gegen Pansexuelle, wir sind gegen Transsexuelle, wir sind gegen was es da alles noch gibt. Sag doch einfach, wir sind rückwärtsgewandt. Wir sind Mittelalter. Im Mittelalter hängen geblieben. Ja. Halte ich für extrem fragwürdig. Vor allen Dingen, wie, also, jetzt mal sowas, so ein anderes Thema. Wie kann man denn dagegen sein? Gegen was? Was tun mir diese... Gegen Lesben, gegen Schwule... Ich sagte doch gerade, rückwärtsgewandt, weil man sich selber in irgendwas bedroht fühlt, glaube ich. Ja, aber warum? Warum weiß muss man ich sich nicht. Von den Leuten... Ja, das ist jetzt so eine grundsätzliche Diskussion. Wie kann man sich bedroht fühlen? Versuch dich mal hineinzuversetzen. Welcher Grund fällt dir ein, dass man sich da bedroht fühlen könnte? Weil man sich plötzlich in die Lage der Frau versetzt fühlt, wenn man vom eigenen Geschlecht zum Beispiel angebaggert wird. Also nicht, dass Frauen von ihresgleichen, aber ne, du weißt, was ich meine. Dass man von Männern, ja, hey, genau. Süße. Oder Süßer dann in dem Fall, ne? So und das macht diesen alten Leuten Angst. Ja, genau. Dass sie sich plötzlich selber in der, es ist blöd, das meine ich nicht so, aber ich sag mal Opferrolle sehen, ne? So. Und das muss natürlich verhindert werden. Ich glaube eher, dass bei denen der Gedanke noch dazu spielt, dass der Mann, genau das, der Mann ist. Der Mann. Genau, das ist so richtiges, absurdes Denken noch. Ja. Der Mann bringt das Geld nach Hause, die Frau steht in der Küche und kümmert sich um die Kinder. Ach so, das ist ein Piratenmutterschiff, ja, sag das doch. Wie kannst du erst kaputt machen, wenn die Piraten drumherum kaputt sind? Ach so, okay. Dafür ist aber schon ganz schön viel Leben weg, ne? Ja, dann hast du die Piraten, die zu dem Schiff dazugehören, schon kaputt gemacht. Noch nicht alle, ich krieg von irgendwo, guck mal, da ist noch einer. Ja, aber die waren dann nicht direkt mit dem Piratenschiff da. Aber das Einzige, wo ich sagen könnte, also wo ich jetzt als Mann sagen könnte, Homosexuelle gehen mir auf den Sack, ist, wenn die mich die ganze Zeit anbaggern würden. Dann könnte ich sagen, diese Männer gehen mir auf den Sack. So wie eine Frau sagen könnte, die Männer gehen mir auf den Sack, die mich die ganze Zeit anbaggern. Ja, genau. Das wäre der einzige Grund, wo ich sagen könnte, okay, diese Männer und auch nicht homosexuell an sich, sondern nur diese Männer gehen mir auf den Sack. Weil die mich halt die ganze Zeit anbaggern, obwohl ich denen gesagt habe, ey, du, ist okay, ist auch nett von dir gemeint, eventuell irgendwie, aber I'm not interested. Ja. Das könnte ich verstehen, aber alles andere darüber hinaus, sagen die mir, dass ich die ganze Zeit auf die Nase binden, mein Gott, das ist wie mit Veganern. Sollen die mir nicht die ganze Zeit sagen, Fleisch essen ist böse und Tiere töten ist scheiße und werd doch Veganer, denn bist du ein besserer Mensch. Sollen die das nicht machen, mein Gott. Sollen sie doch alle leben und glücklich sein, wie sie sind. Das ist halt so, das gehört jetzt zur Welt dazu.
Und es ist auch richtig so und gut so, dass sie sagen können, dass sie halt transsexuell, pansexuell, bisexuell sind. Das hätte schon lange vorher passieren müssen. Aber die Welt war noch nicht so weit. Da waren die alten grauen Weißen an der Macht und haben gesagt, nein, das gibt es nicht. Ah, das ist unchristlich. Wenn ich mal einhaken darf, eigentlich ist Fußball nichts anderes wie moderner Menschenhandel, schrieb René noch. Man gibt eine Stange Geld aus für einen Menschen. Spannende Diskussion, altmodisch denken ist das. Ja. Es stimmt, es ist Menschenhandel. Ja. Kann man nichts anderes zu sagen, ist halt so. Ja. Ein Spieler von A nach B transferiert wird für 500.000, für 1 Million, das ist für 10.000. Das ist Menschenhandel. Da hat ein Mensch einen bestimmten Wert, den man bereit ist zu zahlen. Ja. Das Einzige, was das ein bisschen besser macht, ist, dass dieser Mensch durchaus im Luxus lebt. Ja. Das ist das Einzige, was es ein bisschen besser macht. Dass es nicht ganz vergleichbar ist mit Sklaven, die ja auch gehandelt wurden. Die hatten ja nichts selber davon, aber die heutzutage beim Fußball haben ja Gott sei Dank, wenn sie richtig verhandeln, was davon. Ach. Die kriegen ja dann Gewinnbeteiligung. Ich habe hier übrigens ein Mobile Systems Bay Fragment für dich. Hier zwei, aber nur. Ja, ich muss sowieso bald mal wieder. Ich habe 988 von 1000 Inventory-Slots voll. Ich muss mal wieder zu einer... Oh, oh. Oh, gleich ist voll. Moment. Allianz. Allianz safe. Kurz mal... Wo sind sie denn? Hä? No! Yes. No! Yes. Alle übertragen. Hallo. Alle übertragen. Alle übertragen. Alle übertragen. Auch hier alle übertragen. Okay. Jetzt bin ich voll. Was sagt mir mein Mannequin da oben? Oh, System Bay Fragment habe ich auch noch 2 Stück auf Tier 3. Cool. Ah, interessant. Sind alle im Tresor jetzt. Na, okay. Okay. Mm. Okay. 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 Mm. Okay. Okay. Mm. Okay. Okay. Kann ich? So. Zum Thema Homosexuelle und angemacht werden übrigens, ne? Ich war ja mal in einer schwulen Kneipe und wurde von dem Barbesitzer so ein bisschen mit einem Freund da drin war so ein bisschen so, na, kommst du häufiger hierher? Der war auch deutlich älter als ich. Aber der Witz ist, mit dem, den ich da war, er selber ist. Ich würde ihn als homosexuell bezeichnen. Er selber, und das finde ich okay, würde sagen, er hasst es, Leute in Schubladen zu stecken, weil er hat auch nichts dagegen, mal eine Frau zu vernaschen. Aber er würde sich deswegen nicht bisexuell nennen. Und deswegen finde ich das ganz gut, wie er das selber sagt, er hasst es, Menschen in Schubladen zu stecken. Ja, deswegen geht mir dieses Ganze mit den 1000 Geschlechterkrams auch so auf den Keks, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Er dann zu dem Barbesitzer so, du, der kam an den Tisch, hat uns die Getränke gebracht, unser Bier, und er dann zu ihm, hey du brauchst es gar nicht versuchen, der interessiert sich nur für Frauen. Der Barbesitzer sagt so, oh, wie schade. Ja. Und ich dann echt so dachte, oh, irgendwie tut's mir leid, aber irgendwie bin ich auch erleichtert. Da war das erste Mal, wo ich so dachte, ich verstehe Frauen. Ja. So ein Stück weit. Ja, und so ist Platz, es halt. Inventar-Slots machen. Oh.
Oh, okay, das war's schon. Okay, dann, ja, wir haben es schon nicht leicht mit euch. Und genau das finde ich am Fußball am schlimmsten. Was findest du jetzt genau am Fußball am schlimmsten? Jetzt bin ich raus. Also, wir haben halt schon weiter gequatscht. Sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. René schon übrigens noch, das kann irgendwo nicht sein, dass aber jeder Arbeitgeber ein Sklavenhalter, XD. Und was mir richtig auf die Nerven geht, ist, dass Fußballer immer eine Extrawurst bekommen, siehe Corona. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Ja, das liegt aber an der Politik. Zum Teil auch. Ja, bei dir kommt das immer erst Jahre später an, das mit dem Menschenhandel. Ah, das mit dem Menschenhandel, ja, das ist, ja. Da brauchen wir nicht reden, das ist ein Thema für sich. Oder macht es mir einfach, hä, ich gebe mir größte Mühe, euch zu beachten. Also, das kann man jetzt so nicht pauschal sagen. Paddy, ne, du ne, könntest ja schon mal irgendwie mehr beachten, ne? Hä, ich beachte meinen Chat. Das kann jetzt also. Chat, beachtet Paddy euch? Ja, natürlich. Natürlich beachte ich meinen Chat. Was soll das? Willst du jetzt so irgendwas anstacheln? Revolte! Revoltiert gegen den Streamer! Rohirrim! Übrigens, Leute, ist der Finger oben, wird man euch loben. Kurz meinen Bart ein bisschen. Als Sicherheitshalber. Was kommt noch einer drauf? Ich war mir nicht sicher, ob ich die Geschützturmbasen da schon Geschützturmbasis draus gemacht hatte. Also, ne. Ich gucke übrigens aktuell Saga Landes, die neben den Raketenabschuss-Slots, ne? Ja. Die etwas größer, das sind tatsächlich wirklich Geschütztürme. Die Vierecke, die du da hast. Wie ist dein Bartöl? Oh, das habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Warte mal, das hole ich mal eben. Kann ich euch mal zeigen. Ich habe gehört, ich wurde beschossen. Mal kurz hier. Ich kann mal eben mein Bartöl holen. Mhm. So, da bin ich wieder. So, ich habe hier Bartöl, Barber Club, Bartöl, Haut und Bart, L'Oreal Man Expert. Hab mir ein Kollege empfohlen, beziehungsweise, oh, meine Haare, wild. Das habe ich von ihm benutzt und das ist, hier. Und das ist wild. Und das ist halt, das riecht gut und das benutze ich jetzt. Hast du mir nicht empfohlen. Du hast mir anders empfohlen, tatsächlich. Ich hab dir gar nichts empfohlen. Schon vor Monaten. Schon im November letzten Jahres wurde mir das empfohlen. Von einem Kollegen. Ich hab nur mir nicht groß viel Mühe gegeben, das zu holen. So. Oh, das riecht so gut. Ich weiß gar nicht, wonach das riecht. Woher riecht das denn? Nach Duft. Ja, warte mal kurz gucken, das steht da bestimmt drauf. Nein, das steht tatsächlich nur drauf. Bei Kontakt mit den Augen, diese sofort gründlich ausspülen.
Sinn. Es gibt bessere, ja natürlich, es gibt immer was Besseres, immer was Teureres, aber das war halt so ein, das war zusammen mit dem, Kamm, den ich hier hab, und mit dem Shampoo und mit dem Bart Styling Gel zusammen war das so ein Kit. Und deswegen habe ich mir das geholt, weil für den Anfang ist das halt ganz in Ordnung. Habe ich Öl in meinen Händen. Klingt so, wie ich habe Blut an meinen Händen. Hab ich eventuell auch? Was? 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 I'm a Vampire. Ja, und dem Shampoo, ich kenne mich aus. Ich denke, du meinst Pomade, oder? Nee, das Shampoo, das ist aus irgendein Holz. Ich und mein... Zedernholz? Nee. Ich könnte jetzt nachgucken gehen. Was hat, das hat mit irgendeinem Holz... Also da steht irgendwas mit Holz drauf. Ich meine, das Styling geht, ne? Das weiß ich nicht. Das Styling habe ich tatsächlich nicht benutzt, weil ich habe meinen Bart dann wieder getrimmt, weil ich keinen Bock hatte auf diesen langen Bart. Beziehungsweise anders. Ich wollte wieder von Anfang an fangen jetzt mit der Pflege, die ich dazu machen kann. Weil ich mir jetzt sagte, so, okay, dann trimmst du den jetzt nochmal und pflegst ihn diesmal von Anfang an. Dann wächst der vielleicht auch ein bisschen schöner. Weil ich hätte schon gern irgendwann einen Bart, den man auch flechten kann. So Wikinger-mäßig. Hauptsache, das gibt oder keine Flechten. Oder in Zayans Fall wie ein Zwerg. Was? Was? Habe ich Zayan gerade etwa exposed? So klein bin ich gar nicht. Nee, ich meinte eigentlich, dass du auf Zwerge stehst. Achso, das ist ja aber bekannt, ne? Ja, ist das so? Ja. Es war mir nicht bewusst, dass das im Internet allen bekannt ist. Was steht halt auf Zwerge. Kann man halt nicht, ne? Das ist halt. Das ist halt so. Moment. Stopp, abbiegen. Ah, stopp. Ah. Tu es nicht. Das Styling Gel benutzen, warum? Was ist denn mit dem Styling Gel? Vieles und gar nicht. Nirus, danke schön für dein Follow. Ins Bad gehen. Ach so, tu es nicht, ins Bad gehen. Ach so. Ach so. Warum? Bin ich jetzt schon so oft aufgestanden? Anblick kannst du nicht mehr ertragen, okay. Ja. Verstehe ich. Den dicken Bauch kann man halt nicht immer ertragen. Oh, ey, ich booste auch. Gott sei Dank ist mein Schiff so gebaut, dass so gegen Asteroidenbomben meinem Schiff nichts antut. Es sei denn, ich habe einen sehr unglücklichen Winkel. Und erst die Rückseite. Ja, die Rückseite ist furchtbar. Man sagt sonst immer, ein schöner Rücken kann auch entzücken, aber mein Rücken ist nicht schön, also von daher. Schwierig alles. Alles schwierig, alles belastend. Oh, da haben wir ein weiteres Geheimversteck. Wie viel Geld hast du eigentlich aktuell auf der hohen Kante? 1,6. Willst du ein bisschen mehr Geld haben? Nein, ich würde dir jetzt kein Geld geben. Ich würde dir Erze geben, die du verkaufen kannst. Noch nicht, ich wollte sowieso erstmal noch eine Weile rumhüpfen, bevor ich irgendwie... Ja. Ja, besorg doch mal Artefakte. Ich bin mich hier schon wieder unter Druck, ey. Besorg doch mal dies, besorg jenes. Geh für mich anschaffen, mach dies. Ja, sei doch meine Hure. Nein. Doch? Nein. Ich hab dein ganzes Schiff. Ich hab im Prinzip dein ganzes Schiff bezahlt. Du bist jetzt meine Schlampe. Nein. Doch. Das war das Kleingedruckte, das hast du nicht gelesen, wa?
Aber du bist jetzt meine kleine... Mein kleiner Saiyan. Nein. Er ist vergeben, ich bitte dich. Nein, er ist nicht vergeben. Saiyan ist Single. Ja. Ist jetzt meine kleine... Was? Er kann nicht deine Hure sein. Klar kann der meine Hure sein. Entschuldigung? Ich hab den sein Schiff bezahlt. Klar ist der mein kleines Glücksstück. Ah. Wie findet ihr eigentlich das heutige YouTube? Hat da letztens eine Diskussion mit einem Kollegen, hat René noch gefragt. Eine Diskussion von wegen, man weiß heutzutage gar nicht mehr, was man gucken soll und dass YouTube immer mehr wie TikTok wird durch diese Shorts-Funktion. Wie seht ihr das? Ich und mein Häuser sein wird ruhig, das lässt nur zwei Optionen zu. Entweder ist müde oder er frisst was aus. Auch Paddy, ich fühle mit dir. Ich habe heute Morgen Sport gemacht, Bauchmuskeltraining. Wir fangen mal oben an. Irgendwer hatte letztens gesagt, dass YouTube von heute ist einfach nur noch so ein Rich Kids profilieren sich. Keine Ahnung, in der Bubble, in der ich mich bewege, ist das nicht so. Aber das kann ich halt wieder nicht beurteilen, ich bewege mich in einer bestimmten Bubble. Ich habe meine Leute, die ich abonniert habe, seit Jahren und deren Videos gucke ich mir nur an. Ja, und was hast du bis jetzt gelernt, Paddy? Sag doch mal. Was habe ich bisher gelernt? Ja, musst du Sprachen lernen mit Bubble. Der war jetzt nicht lustig. Doch. Nee. Du bewegst dich nämlich in deiner Bubble. Ja, das ist halt... Das ist halt eine Redewendung. Ja, ne. Unlustiger Typ, du. Ich wollte René jetzt mal ernst nehmen. Und seine Fragen. Kannst du bitte einmal René und seine Fragen ernst nehmen? Nimm René und seine Fragen immer ernst. Tust du nicht. War sowas von. Nee, du nimmst René nicht immer ernst. Du bist voll fies, Paddy. Ich weiß nicht, warum du so bist. Nee, ja, zu dir. Was? Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe meine Leute, die ich abonniert habe. Ich habe meine Social Media Bubble, in der bewege ich mich. Und da kriege ich das nicht so mit, dass YouTube anscheinend immer mehr für Kiddies ist, die kurze Videos machen, kurze Inhalte, um nur mal schnelles Geld zu machen. Ich habe davon gehört, ich habe auch davon gehört von diesen rote Kreise und Pfeile von wegen Clickbait. Ja, das ist ja schon ein alter Hut. Thumbnails. Genau, das ist ein alter Hut, aber das habe ich zwar nicht mitbekommen. Aber ansonsten bewege ich mich Gott sei Dank in meiner Bubble und kriege das nicht so mit. Aber wenn das wirklich so ist, dass immer mehr Leute Shorts machen und damit versuchen irgendwie ihr Geld zu machen, dann finde ich das furchtbar. Dafür ist YouTube nicht gedacht. YouTube ist für mich für kreative Inhalte, für Leute, die sich dort ausleben, die Sachen machen, die es nicht überall gibt. Klar, mittlerweile ist es schwierig, weil es sehr viele Leute gibt. Da lässt sich nicht vermeiden, dass sich Sachen wiederholen. Aber... YouTube ist da, um sich unterhalten zu lassen, nicht irgendwelche billigen Sachen einfach. Dafür kann ich auch RTL 2 gucken oder RTL. Dann geh doch zu Netto. War ich heute erst, danke. Okay. Aber Netto ist ja an sich nicht schlecht, ist ja auch ein Supermarkt wie jeder andere. Ach, recht, das ist ein Supermarkt, ne? Das hast du jetzt gesagt. Klar, auch in meiner Bubble gibt es Leute, die machen ab und zu Shorts. Aber die finde ich okay. Diese Shorts posten sie aber dann auch auf Instagram. Deswegen, ja. Das, was ich schlimm finde, ist, dass es aktuell noch Leute gibt, die Inhalte von YouTube klauen und auf TikTok posten, ohne Einverständnis. Das habe ich letztens erst wieder gesehen von Dashcam Videos Deutschland. Da gibt es einfach einen TikTok-Kanal, der klaut einfach ohne Einverständnis von dem YouTube-Betreiber Videos und kopiert die. Und nicht nur von dem, sondern auch von weiteren TikTok-Kanälen. Von weiteren YouTube-Kanälen. Aber jetzt reagiert ja TikTok langsam darauf. Jetzt haben die ja eine komplette Richtlinienänderung angeleiert. Herr Saiyan wirkt müde. Das könnte daran liegen, dass der arme Kerl jeden Tag arbeiten muss. Habe ich mir auch sagen lassen. Und
Vielleicht, dass er halt gerade hier am Gucken ist und Paddy gerne reden lässt, damit er hier in Ruhe gucken kann. Ja, also, das muss halt mit leben, René. Das eine wirkt halt müde, weil er müde ist, eventuell. Da. Ja. Was haben wir noch gehabt? Das war das nächste. Nach YouTube immer mehr für. Da war ich und mein Holz und Erdesport mit Bauchmuskeln. Ja gut, das ist. Ja. Ich mache tatsächlich seit Anfang des Monats. Das stimmt nicht so ganz, schon seit längerem. Also schon länger, seit einem Monat, sag ich jetzt mal. Mach tatsächlich auch Training. Ich mach Squats, Push-Ups und Liegestützen. Und ich muss sagen, mittlerweile arbeite ich mich echt hoch. Ich bin auf einem Level, wo ich mittlerweile. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe. Da waren 10 Squats, waren schon die Hölle. Mittlerweile mache ich die easy. Und Liegestütze, da musste ich mich echt ranarbeiten, weil an sich Liegestütze direkt so als Lappen geht nicht. Da macht man erst so, wie sage ich das, so senkrechte Liegestütze. Du nimmst quasi ein Objekt, wo du eher so in dem Winkel hängst und drückst erstmal von dem ab oder machst erstmal die Wand und hast erstmal so einen leichten Winkel und arbeitest dich langsam. Mittlerweile bin ich von dem Level, dass ich tatsächlich in dem 2-3 Liegestütze hinkriege. Ich weiß, ist nicht viel, aber für mich ist das viel. Weil ich vorher das nicht mehr hingekriegt habe. Da war es mit kleinen Schritten zum Erfolg. Richtig. Und ich will den Mädels was bieten. Ja, ich biete den Mädels auch was. Kein Sixpack, ich habe ein ganzes Fass dabei. Also von daher, ich biete den Mädels auch was. Und unten drunter ist noch ein Zapfhahn. Boah, Paddy, ey. Ich muss gerade selber so. Schwierig. Aber es ist wahr. Sie können da was abzappen. Okay, lassen wir das. Ja. Ja, und ich denke, der wird gern gezapft. Bezapft. Dazu sage ich jetzt einfach gar nichts. Dazu sage ich einfach nichts. Aber, René, es ist gut, dass du Sport machst. Das ist gut, solange es dir gefällt, solange es für dich machst, mach weiter so. Wie findet ihr eigentlich TikTok? Ich find's unterhaltsam. Ich find's lustig. Ich kann auch zu meiner Schande zugeben, dass es da sehr viele hübsche Frauen gibt, die man sich angucken kann. Ich meine damit jetzt nicht den neuesten Trend anscheinend, den ich auch nur so halb mitbekomme, dass es da anscheinend Frauen gibt, die sich beim Sex filmen. Okay. Ja, habe ich bei einer gesehen, der ich folge. Die macht halt so Kritik über das, was bei TikTok passiert. Und die hat halt so einen kurzen Ausschnitt gezeigt. Da siehst du eine Frau, die ist obenrum angezogen komplett. Aber du siehst halt, die liegt auf der Couch und während die Kamera auf sich hält, siehst du halt dieses Zeug. Auf- und Abbewegen, dieses, weißt du, was ich meine? Wenn die gestoßen wird. Und, Hat sie sich verletzt? Wer war der Arsch? Also die in meinem Stream gerade waren, die wissen genau, welche Bewegung ich meine. Und, das ist so fragwürdig, dass finde ich persönlich jetzt eher so schwierig. Muss nicht unbedingt sein. Aber so im Allgemeinen, auch in TikTok baut man sich seine eigene Bubble auf. Du kannst, wenn du Videos hast, kannst du gedrückt halten und sagen, interessiert mich nicht. Dann wird das rausgeschmissen. Und auch TikTok hat einen Algorithmus, dass du nur noch Videos angezeigt bekommst, die du geliked hast. Das heißt, so ähnliche Videos. Also selbst da bewege ich mich in meiner Bubble und kriege solche Videos gar nicht mit. Das kriege ich dann über Umwege mit, dass es das gab. Und deswegen, ich spam, Saya und ich, wir spammen uns regelmäßig zu über TikTok. Also wir benutzen das anscheinend regelmäßig.
Ja, also. Also ganz auf mir guck ich in TikTok rein und hab dann so 12 Nachrichten von Cyan. Ja, also. Nicht so viele Nachrichten in WhatsApp, wo auch nochmal TikTok-Videos sind. Ja, also. Manchmal schickst du mir so viel, dass ich mir echt denke, boah, nee, gar keinen Bock. Guck ich mir jetzt nicht alle an. Also, Fanny, das ist ja... ne? Also gehe ich mal davon aus, der Cyan, der findet TikTok auch ganz knorke. Ja, also manchmal, ne? Ja, könnte man vermuten. Schwierig jetzt, was anderes zu sagen. Brauchst du auch oft genug TikToks, die ich besonders lustig oder besonders mitfühlend oder besonders passend finde, auch in meinen WhatsApp-Status. Vorausgesetzt, das ist möglich. Das geht ja nicht mit jedem TikTok. Nee, das stimmt. Und ich produziere ja auch aus Spaß eigene TikToks. Ich habe ja auch eigene TikToks auf meinem TikTok-Kanal. Zum Beispiel habe ich auch ein paar Stream, nicht Highlights, sondern Clips, die erstellt wurden, auf TikTok hochgeladen. Solche, wo ich mit Cyan und einem anderen zusammen Panzer gefahren bin und dieser eine so ein mega Burnout gemacht hat, weil ich dem direkt das Munitionslager getroffen habe. Soll mal nachgucken. TikTok heißt sich Paddy Zockt. Aber mal gucken geht. Ja, können wir mal drüber nachdenken, ne? Ich produziere jetzt nicht so regelmäßig, auch nicht so massiv viel, weil da sehe ich TikTok jetzt eher nicht so, aber wenn man will. Ah ne, ich hasse Paddy Games sofort, ich kann gar nicht Paddy zocken. Aber wenn man will, kann man mich da finden. Ne, hier. Das ist dieses Bild zu sehen. Und ich heiße Paddy Game TV. Kann man gucken gehen? Hier habe ich auch so ein paar Videos produziert. Ja, so Kleinigkeiten, also jetzt nichts hochaufwendiges oder so. Aber zum Teil schon lustige Sachen. Zum Beispiel unseren Dreier in World of Warships. Was? Wie war's? Wie bitte? Entschuldigung, das wird ein Dreier! Das wird ein Dreier! Welches ist denn jetzt das Torpedoschiff hier gewesen? Das könnte auch zu dem Video gepasst haben. Das ist mir in derselben Sekunde auch leider eingefallen, als ich es ausgesprochen hatte. Frag Sarah mal, wann er die letzten beiden Streams auf YouTube hochlädt. Oh, stimmt. Die letzten Streams auf YouTube hoch. Die sind hochgeladen. Ich war nur zu faul, die irgendwie freizuschalten und einen Thumbnail zu machen. Ja gut, aber das weiß ein René ja nicht, dass sie dann schon hochgeladen sind. Das sieht er ja nicht. Das heißt, im Prinzip für ihn sind sie nicht existent, da sind sie für ihn nicht hochgeladen. Eine sehr einseitige Sicht. Aber er kann es nicht anders wissen. Woher soll er das denn wissen, dass du die schon hochgeladen hast? Was nicht da ist, aus Erfahrung? Ist nicht hochgeladen. Ja, wo soll er die Erfahrung haben, wenn er noch nie irgendwas mit YouTube am Hut hatte? Stimmt, René hat ja nicht auch jedes Mal irgendwie neue Accounts auf YouTube oder noch nie auf YouTube abonniert oder... Ich finde eher fragwürdig, dass René mir immer wieder followt neu. Ja. Jetzt wieder vor einem Tag hat er mir wieder neu auf Twitch gefollowt. Was ist das eigentlich, René? Was wird das? Warum entfollowst du einem und folgst dann wieder neu? Das musst du mir mal erklären, René. Was erhoffst du dir davon? Immer wieder ein Alert auszulösen? Das würde mich mal interessieren. Das ist so eine interessantere Frage. Da hätte ich jetzt gerne mal eine Antwort drauf. Ich weiß, es ist voll in die Ecke gedrängt. War ich nicht. Pass auf, René. René Apitsch. Followed your channel. Ein Tag. René Apitsch followed your channel. 26. Dezember 2021. Das sind jetzt so die letzten beide Male. Das war ein guter Drop gerade. Twitch ist schuld.
Aha, Twitch ist schuld. Okay. Das hab ich aber nicht, dass ich anderen Leuten einfach entfollow. Twitch war das. Ja, ja. Okay, nenn mir einen Grund, warum Twitch bei deinem Kanal sagen soll, nee, dem Paddy, dem entfolgen wir mal. Das musst du mir jetzt mal erklären. Weil wenn das so ist, okay. Aber ich glaube nicht, dass Twitch das von alleine macht. Also entweder warst du das, oder du solltest gucken, wer alles an deinem PC drankommt. Und oder das Passwort von deinem Twitch-Account mal ändern. Ja. Würde ich auch unterschreiben, so. Hört auf Sicherheitsmann Paddy, er kennt das Internet. Ich weiß noch letztens, da kam, hat mich eine Freundin angeschrieben, weil von ihr Bilder im Internet aufgetaucht sind. Ja. Weil ich auch Bilder von ihr in meiner Google Cloud habe. Ich direkt paranoid, wie ich bin, direkt das Passwort von meinem Google-Konto geändert. Ja, fühle ich. Obwohl die Bilder, die da hochgeladen wurden, nicht von mir kamen, weil die Bilder hatte ich nie. Aber trotzdem war ich so paranoid, dass ich direkt hingegangen bin, so, okay, Google, Passwort ändern. Ja klar, erstmal ist unsicher. Jetzt erkennt mein Handy meinen Fingerabdruck nicht mehr, oder was? Ah doch, geht. Ja, Passwort ändern sollte man sowieso generell ab und zu mal machen. Schadet nicht. Verstehe ich gar nicht. Also das dieses 1, 2, 3, 5, was ich seit meinem Lebensbeginn für alles verwende, das passt doch, das funktioniert super bisher. Nee, du hast A, B, C, D, E, F. Nee, das war mir irgendwann zu sicher. Das konnte ich mir nicht gut merken. Am besten sind immer Passwörter, die kannst du dir mit einem Satz merken. Ja. Ich hätte jetzt einen Beispielsatz im Kopf, aber den kann ich nicht bringen. Weil ich mir so ein Passwort merke. Also hört gut zu, Leute. Ja, deswegen sage ich den jetzt nicht. Rätselstunde ist eröffnet. Ja, genau. Rätselstunde ist eröffnet. Kreditkarte und alles liegt auch bei. Nein, Spaß. Aber sucht euch irgendeinen Satz aus irgendeinem Film oder so und nehmt zum Beispiel die Anfangsbuchstaben von jedem Wort. Von irgendeinem Filmzitat. Was ihr gerne mögt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Zum Beispiel. Das ist so meine Eselsbrücke zu 1, 2, 3, 5. Eins, zwei, drei, fünf. Ich liebe, wenn der Plan funktioniert. Das musst du mir erklären. Ich wollte nur Bullshit labern. Okay, danke. Bitte gerne. Immer wieder. Eins, zwei, drei, fünf. Eins, zwei, drei, fünf. Wo benutzt du dieses Passwort eigentlich? Bei allem. Handy entsperren, meine Bankkonten, was haben wir noch alles? Nitrado-Account, Facebook. PayPal. PayPal, genau. 1, 2, 3, 5. Weil 1, 2, 3, 5 benutze ich tatsächlich wirklich für Game-Lobbys, die ich aufmache. Ja, okay, das weiß ich ja, das kenne ich ja schon. Dafür benutze ich zum Beispiel 1, 2, 3, 5. Deswegen fand ich gerade sehr lustig, dass du mit 1, 2, 3, 5 ankamst. Hat der Simon schon erzählt, wo ich arbeite? Nee, hat er nicht erzählt. Paddy, das haben wir in einem Video angeguckt. Wir haben einen Reaction-Stream darauf gemacht. Du hast es nicht mitbekommen, ich bin etwas enttäuscht. Kann auch sein, dass ich entweder voll war oder müde war oder abgelenkt. Beides.
War das zu Silvester? Ich glaube ja. Dann war ich tatsächlich abgelenkt, weil ich Besuch hatte und betrunken. Und hab dir nur zugeguckt, weil ich mir dachte, sag mal, wenn er schon zu Silvester streamt, ne? Dann lass den armen Kerl nicht alleine. So war nett. Oh, ich glaube, manchmal hab ich so. Also aufgrund dieser massiven Anzeigen auf meinem Hut, die fast einen vollständigen Kreis bilden in meiner Mitte. Ja, da wird da ein bisschen Müll liegen, wa? Da wird ein bisschen Müll liegen, da hast du recht. Ja, er hat drauf reagiert. Ja, René, wo arbeitest du denn? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Platz, Alter. Ach, die Umluft sind hier. Nein, war nicht zu Silvester. Oder ja, ich war mir nicht sicher, aber ich hätte jetzt doch irgendwie getippt, aber okay, dann war es nicht so. Dann habe ich es nämlich nicht mitbekommen, dann bin ich raus aus der Nummer. Aus der Verantwortung. Hui. Hui. Was denn? Ich bin müde. Nee. Doch, definitiv, ey. Nee, das kann nicht sein. Lügenlord. Nee, der ist im Knast. Drachenlord? Ja. Oder? Nicht? Keine Ahnung. Ich beschäftige mich mit dem Thema nicht. Bei der... Ja, wo arbeitest du denn? Erzähl ihm das mal, Herr Sayan. Bei den Westeifelwerken. Ja. Ich erzähle jetzt nicht das ganze Video, René. Das schickst du Paddy gefälligst und dann macht Paddy einen Reaction-Stream da drauf. Boah, Reaction-Stream, das macht dann auch wirklich nur Sinn, wenn du wirklich Leute hast zugucken. Ja, René. René kennt das ja dann schon. Müssen schon Leute sein, die das noch nicht kennen. Ja, guck mal, aber René wollte halt wissen, wie ich das finde. Also ist doch auch okay. Weißt du, was wir beide noch machen könnten? Einen Film über Twitch Prime gucken. Ja, ich weiß. Über Stream. Ja, richtig. Das lohnt sich halt irgendwie auch nur, wenn es mehr Leute gibt, die da zugucken. Okay. Und dann müssen die Leute auch Twitch Prime haben, damit sich das lohnt. Ja, aber wir könnten ja zusammen dann was gucken, wenigstens. Okay, das stimmt. Dann ist das nur ein Bonus, dass andere noch zugucken können. Ja. Hab Hyperantrieb. Do you fucking sing? Oh nein, ich habe Gläubige an ihrem Steinkreis gestört. Oh oh. Das muss ich leider vernichten. Geschichte eines jeden Christen, der irgendwo hineingestolpert ist, wo er nichts zu suchen hat. Stimmt schon irgendwie. Christen stolpern bei den Nordmännern ein. Ups. Christen halt, ey, so der Virus der Antike, ne? Christen, ja, schlimm. Wie war das jetzt? Raumjägerfabrik, oh Gott, ich möchte heulen. Den ganzen Stream suche ich schon Raumjägerfabrik. Ich hab sie. Wo bist du denn? Da bist du. Das hätte ich auch gleich sagen können, wo eine ist. Ich hab sie. Warte, ich hab sie. Du hättest auch einfach fragen können. Warte, ich hab die Raumjägerfabrik. Okay, nice, freut mich für dich. Aber du hättest auch einfach fragen können. Nee. Das wäre zu einfach gewesen. Aber ich hätte es dir sagen können. Ich hab's nämlich gewusst. Ja. Nee. So wie ich ja auch beim letzten Mal das Ausrüstungsdock gezeigt habe. Ja. Er hat drauf reagiert und hat sich sehr positiv geäußert. Ja, freut mich, dass er sich ja positiv für dich geäußert hat. Ich hab's nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe auch nicht darauf reagiert. Geht das auch weniger ruckelig? Was? Arborion? Ja, irgendwie ruckelt es bei mir gerade übel. Was? Läuft bei dir gerade voll flüssig? Ja, ich brauche eine neue Grafikkarte. Ich glaube, die Grafikkarte ist stimmt, da war Geist auf. Da war ja was. Ja, ja. Ey, seitdem du das gesagt hast, bin ich auch immer so mit einem schielenden Auge auf meiner Grafikkarte und denke mir so, nein, nein, nein.
Wobei, die Preise gehen runter, ne? Oh, das heißt, wir können jetzt wieder scalpen? Ich meine kaufen? Nein, bitte nicht scalpen, dann gehen die Preise wieder nach oben. Aber, also das ist noch weit weg von hat sich erholt. Aber es tendiert in die richtige Richtung. Die Preise der Grafikkarten gehen langsam wieder in die richtige Richtung. Die sind schon 100 Euro wieder gefallen. Na, du kriegst jetzt eine 3070 für unter 1000 Euro. Okay. Obwohl ich mir glaube, ich wüsste nicht, ob ich mir überhaupt eine 3070 holen würde. Wenn überhaupt, glaube ich, eher eine 2070, weil eine 3070 wäre für mein Mainboard schon wieder zu viel, weil das könnte mein Mainboard wieder nicht verarbeiten, weil die ja schon wieder eine höhere Bandbreite haben. Sowas wie PC Express 4.0. Ja. Mein Mainboard kann ja nur 3.0. Er meint, ich sei schuld, dass die Autos teurer werden. Sayan? Bitte? Du hast gesagt, René sei schuld, dass die Autos teurer werden? Ja, erklär mir jetzt bitte den Zusammenhang, weil sonst wird's komisch. Verstehe ich auch nicht. Ja, wenn du es nicht verstehst, dann verstehe ich es erst recht nicht, ne? Ja, ist richtig. Ah, der letzte Kreuzer, komm, geh kaputt. Ah, lol. Das Schiff habe ich doch eine Zeit lang selber geflogen, was ich gerade beschieße. Interessant. Wenn von deinem Schiff einfach alle Waffen überhitzt sind erstmal. Dann läuft's auf jeden Fall. Dann hast du auf jeden Fall viel geschossen. Mhm. Und kaputt. Besitzt mittlerweile schon fast 5000 Ogonit. Da ist ein Notruf, okay. Ach komm, der Notruf interessiert mich jetzt eigentlich eher weniger. Gehen wir mal zum nächsten Sektor. Mal gucken, was da so abgeht. Aber Silent, wieso ist er jetzt schuld für die gestiegenen Preise der Autos? Ich glaube, ich habe da irgendeinen ultralangen Vergleich gezogen, aber ich habe ihn schon vergessen. Welcher Skandal wird mit deiner Schule in Verbindung gebracht? Was? Ja, mit meiner alten wie heißt das? Gesellschaftsschule? Nee, Gemeinschaftsschule? Gesamtschule? Nee. War das Gesamtschule, wo Gymnasium, Hauptschule und Realschule zusammenkamen? Nennt man das Gesamtschule? Ja, ne? Kam der Skandal zustande, dass selbst die Lehrer Drogen nehmen. In der Schule war ich Gott sei Dank nicht lange. 4 Jahre oder so. Und danach habe ich gewechselt und das eine Jahr war ich auch nicht lange. Gesamtschule. Gesamtschule, ja, genau. Habe ich doch gesagt, Gesamtschule. Habe ich doch im Prinzip gesagt. Wie mir gerade wieder der Duft von meinem Bartöl in die Nase steigt. Geil. Bin ich schon ein bisschen sexuell. Den Duft von meinem Bartöl.
Soll ich verkaufen? So. Wieder über 1 Million Gewinn gemacht. Hier. Ah, der Hellboy spielt The Forest, aber nicht mit unserem Vorion. Nee, der spielt gerade mit Jonte. Habe ich wohl gesehen. Frech. Ist so. Alarm initialisiert, Eingreiftruppe trifft bald ein. Raumjäger-Kontrollsysteme habe ich im Baumenü, sind Blöcke, ne? Es gibt auch ein Modul. Ja, nö. Wodurch du dann mehr Jägerstaffeln kontrollieren kannst. Aber eigentlich sind es Hangar, wodurch du mehr... Je größer dein Hangar ist, desto mehr Jäger kannst du haben. Nicht, dass der so klein ist. Es ist nicht so viel. Gibt nicht auch ein Rundmodul dafür. Ja. Ich hab dir dafür... du hast dafür auch ein gutes Modul in der Allianz... Im Allianz-Helf, glaube ich. Ja, ich möchte... Lass uns mal gucken. Aber ich glaube, du hast kein Modulslot mehr frei mittlerweile. Nee, das ist nämlich, glaube ich, das Problem. Du hast dich damals ja eher für Torpedos entschieden. Da habe ich dich ja gefragt, was willst du eher? Torpedos oder Raumjäger? Du meinst ja, Raumjäger passt schon. Ja. Gut, dann hat das Thema ja erledigt. Dann lieber Torpedos. Hast du die Torpedos eigentlich hingekriegt? Hast du mittlerweile eingestellt, dass er welche produzieren soll? Nö, ich müsste mal wieder welche kaufen erstmal. Ich hab vorhin so ein paar verballert mal aus Jux und Tollerei. Ja, du müsstest, wenn du noch welche hast, musst du einfach eins mal in das Ding reinknallen und sagen produzieren. Und dann kannst du ja einfach Shift gedrückt halten, dann hast du ja da eigene Torpedos bauen. Ah nee, das ist was falsch. Ist nicht das Richtige. Sondern über... Ja, habe ich jetzt in meinem Schiff nicht drin. Das Modul kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Wie mache ich denn den Bauplan für die Raumjäger? Sagst du mir das mal? An der Raumjägerfabrik nimmst du einen Geschützturm und ziehst warte, da rein. Ja. Nee, ich hab's, alles klar. Basiert auf dem Geschützturm. Alles klar. Na, wenn du zum Beispiel einen Mining-Jäger haben willst, musst du einen Mining-Turm da reinziehen. Ja, alles gut, ich hab's. Geschafft. Hast du geschafft? Sieh! Fliegen! Sektor gesichert. Weißt du was? Was denn? Dann wäre er nicht Saiyan, wenn er nicht kackendreist wäre. Ja, das stimmt allerdings. Seine schon so eine kackendreiste Missgeburt. Ist so, ey. Richtiger Wichser, wer den sieht, sollte ihm direkt auf die Fresse hauen. Ist kein netter Mensch, Dr. Däumeling. Echt mal. Dieser Seine ist echt nicht nett. Echt so eine kleine Missit. Ja, Bitch halt, ne? Ja, schon so ein bisschen. Ja, Refinery. Ohne X am Ende. Brauchen wir denn so eine Refinery? Ist das doch nicht so? Oh, mein Handelsschiff ist wieder da. Handelsschiff, du bist wieder da. Handelsschiff, du bist wieder da. Wie heißt denn das nochmal? Hast du bei dir gerade so einen? Nee, hast du nicht. Ach, wie heißen die denn? Refining, nicht Refinery. Refining. Ich bin so Space Engineers gestört gewesen, ne? Oh, du hast wieder Trillium gemobst. Ja, ein bisschen. Ich hab vorhin. Gehst du dich nicht? Die Torpedos laufen ja auf G, weißt du ja, ne? Und ich habe dann vorhin das Menü öffnen wollen, habe er drei Torpedos weggeschossen. Er so, ups. Upsala. Upsala. Wie konnte das nur passieren? Ja, Mensch. So, gehen wir raffinerieren. So, jetzt habe ich kein Schiff mehr. Dann gehen wir nochmal in den Sektor von Le Saiyan. Wo ist der eigentlich? Da ist der Boy.
Würde ich mir nochmal Hallo sagen. In Sektor wechseln. Hier mal in den gleichen Sektor, wo Cyan ist. Können wir mal sein Schiff wieder angucken. Seine schöne BC-304. Oder hast du mittlerweile schon das nächste Schiff? Oh Gottes Willen, nee. War ja wahrscheinlich noch mehr kaputt, als ich retten kann. Was sind denn? Warte mal. Ach, du springst gerade wieder weit. Oh, hey! Stopp! Würde ich nie machen. Ich bin einfach weggesprungen. Dieser Sack. Was? Dieser Sack Pöpöh. Wie lange streamst du noch? 12 Minuten. Ja, mindestens. Du überziehst ja mal ein bisschen. Kraken, moin moin. Ja, moin moin. Moin von der Küste. Ja, die Küste gibt's nicht mehr, die ist abgesoffen. Nee, noch nicht. Nur, das passiert noch ein paar Jahren, aber dann ist es auch weg, ich denke mal, ne? Nee, durch den Sturm ist er ein bisschen abgesoffen. Ja, aber das ist ja, ist halt Küste, ne? Hast du TikTok gesehen mit dem Schiff, wo vorher die Scheiben gebrochen sind? Ahnung. War so ein Personenschiff. Eine Fähre nennt man das. Jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man ein Schiff zu zweit steuern? Kannst du mal bitte nachgucken? Ich würde gerne mal mit deinem Schiff mit einsteigen. Sicher, dass du kannst doch nur, warte mal, du kannst doch nur, du kannst unser P? Nee, ja, füge Sitz hinzu. Genau, und dann kann ich dir im Grunde die Steuerung über Jäger oder Geschütze geben. Ja, mach das doch nochmal. Warte, das hätte ich gerne mal ausprobiert. Welche Waffengruppe gebe ich dir denn? Ich gebe dir Waffengruppe 2. Muss erstmal einen Sitz hinzufügen. Ja, hab ich schon. So, ich kann nur eine Gruppe einladen machen. Aber, warte mal. Gib dem Spieler. Ja, ich kann ja nicht mal einen Spieler zuweisen. Das ist ja das Ding. Ich kann nur füge Sitz hinzu und dann macht er halt eine neue Gruppe. Aber. Genau, ich müsste das nicht automatisch passieren, wenn ich. Kannst du nicht einfach versuchen, mein Schiff zu betreten? Das versuche ich gerade. Ich kann, wenn ich. Hier, ich bin in meiner Drohne. Ich habe an dir dran jetzt mittlerweile. Da kann ich nur in Gruppe einladen machen. Ja. Mal kurz. Tab Spieler. Nee, das. Okay, nein, das war's nicht. Oder warte mal. Wenn ich darüber. Nein, das macht keinen Sinn. Ich würde gerne in deinen F302er Hangar. Moment. Ich darf nicht rein. Pum. Ja. Ach, der Herr Schiete, der hat sich noch einen Hangar hier unten dran geklatscht. Ja, aber das hat irgendwie nicht so den gewünschten Effekt gebracht. Außerdem sehe ich gerade, dass er ein bisschen schief ist. Versetzt. Egal. Stimmt, der ist nach rechts, nach links versetzt. Ja, das löst aber unser Problem nicht. Also ich müsste es jetzt tatsächlich anfangen zu googeln, damit ich das checke irgendwie. Ja, warte mal. Das mache ich mal eben. Das würde mich nämlich mal interessieren. Avorion Coop Ship. Habe ich eigentlich schon wieder irgendwas verpasst, Paddy? Warum? Weil der Typ hier was in den Chat geschrieben hat. Ist das wieder irgend so ein Ding, was rumgeht oder was Leute schreiben, weil sie sich dadurch irgendwas erhoffen oder... Was hat er denn geschrieben? Ich weiß es ja nicht. Hashtag Trimax Raid. Hashtag Trimax Raid? Es ist schon wieder irgendwas an mir vorbeigegangen. Trimax, wie schreibt man das denn wieder? D-R-Y. Trimax. Mein erster Raid in Minecraft. Wow. Und jetzt war 2019, das kann es nicht sein. Ja. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Can you co-op on the same ship like they planned to a while ago? 2017. Okay. Hier ist ein Screenshot. Genau, Koop. Add Seed. Und dann kannst du Waffen und Jäger hinzufügen. Allow this player to control turret group. Bla bla bla. Wow. Okay, du müsstest eigentlich einen Spieler auswählen können anscheinend. Wo denn?
Also der Cyan hat ja schon eine sehr beruhigende Stimme, wirklich gut zum Einschlafen. Ja, Cyan, dann musst du halt leider weiter streamen, ne? Ja, ne? Geht halt nicht anders. Ja, warte mal, ich guck jetzt mal selber. Also ich... Warte mal, du bist ja... Du bist ja hier irgendwo, ne? Ne, jetzt nicht mehr. Ah, shit. Also aber ich bin online immer noch. Ja, das will ich hoffen, sonst wäre ich aus dem Game geflogen. Sonst würde ich jetzt probieren, irgendwie dich... Da hinten bist du. Jetzt noch ein Switch-Chat-Pass, wenn man das sagt. Stimmt, du kannst Hügel sitzen zu, kannst du keinen... Nee, ne? Also das checke ich auch nicht ganz. Also meine Theorie ist halt echt, du musst mir beitreten. Im Schiff. Ja, aber ich konnte dich nur in Gruppe einladen. Das ist, ich konnte dir nicht beitreten im Schiff. Warte mal kurz. Born in Drohne aussteigen, einige Schutzsektoren verwalten, Träger befehlen, Autopilot. Schade. Also Koop wäre natürlich mal interessant. Bin ich in meinen Optionen, die mir hier angezeigt werden, aufgeschmissen erstmal. Ja, ich versuche das mal rauszufinden, weil ja. Ich mir jetzt auch gerade pauschal keinen blassen. Meine Haare sind wieder viel zu lang, ey. Mhm. Wieder zum Friseur, aber bisher war ich noch zu. Oh, das sieht schlimm aus. Ja, so. Das ist okay. Nee, falsche Richtung. Spiegelverkehrte Webcam. So. Ach, guck mal, okay, die Geschützgruppe ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr unter meiner Kontrolle. Das funktioniert schon mal. Oh, das hat... Genau, fügt Sitz hinzu, dann kannst du die Türme ja dazu weisen. Ah, musst du wirklich auch... Warte mal, ich komm noch mal in deinen Sektor. Immer da in Schiff im Sektor wechseln. Drohne, ja gut. Tu mal tun. Ich komme nochmal in meiner Drohne. In my Drohne. Drohne Unheil. So, warte. Drohnenunheil. Ja. Der Drohnenschwarm. Drohnende Unheil. Da droht ein Unheil. Ja, ich weiß, war schlecht. Warte. Da etwa. Habe ich da eine Option übersehen? Nee, habe ich da was vergessen? Wie fliegst du denn da? Kannst du mal stehen bleiben oder meine Richtung fliegen? Oh. Ja. Bist du weggesprungen? Richtig. Wie soll das denn funktionieren, wenn du wegspringst? Naja, also indem du mir hinterher springst und das nochmal probierst. Blöder Sack, du. Ey, ein aufgeweckter Bub. Ah, du kleiner Bursche. Du kleiner Lümmel. Bin ein schlimmer Lümmel. Du kleiner Lümmel. Aber ich kann jetzt bei dir zum Beispiel nur in Gruppe einladen machen, immer noch. Kannst du auf mich irgendwie klicken und irgendwas sagen? Auf dich? Warte mal. F, nur in Gruppe einladen. Vielleicht ist bereits in einer Gruppe, okay. Nee.
Maximale Verwirrung. Ja. Koop-Schiff-Piloting. Our owner is a pilot. The second person can be invited or granted trusted access, whatever works best, and is then in control of the ship turrets or certain ones, vice versa. Aber wie macht man das? Ey, du bist der Aphorion, Craig. Wage es nicht, mich nach solchen Infos zu fragen. Ich wage dich, nach solchen Sachen zu fragen. Nein. Doch. Oh. Oh. How do I cope, my friend? Ja, aber könnte ich da mal einen aktuelleren als von 2017? Also du verlangst ganz schön viel, ne? Ja, ich weiß, ich bin ganz schön frech. Muss mal zwei Sprünge machen. Guck du nochmal nach, ich muss zum Ressourcendepot. Ja, mach du mal. Ach ja. Ja, mach das. Ah, ja. Ja, mach das. Ich auch. Ja, ist doch gut so. Bin schon weg. Ja, gut. Hey. Ja, endlich. Ja, schön. Ja. Ja, danke schön. Ja, okay. Haben wir eigentlich Transporter-Software Subsystem? Das ist auch immer noch über Block geregelt. Das ist, es ist immer noch über beides geregelt. Du brauchst ein Transporter-Subsystem und einen Block. Okay. Und das Transporter-Subsystem hast du indirekt durch, durch den, Companion. Weil du hast ja dieses Companion-Ding da drin. Ja. Und dadurch hast du auch einen Transporter- System, wenn du einen Block hast. Avon PC Coop Information. Ja, aber das ist ja nicht das, was ich meine. How do I cope with my friends? If it has, you also have to go into the ship menu and set up the seat, select options for what guns fighters and who will drive, but just save the ship, build a place to set crew in, then rebuild the ship as Alliance. Hä? Was? Das kann's ja nicht sein. Ich verstehe das noch nicht so. Leute, kostet Avorin aktuell 25 Euro? Krass. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. "34 Games like Avorion." Ja, welche gibt's denn da noch? Ace Engineers. Ganz oben steht Freelancer. Was? Halt jetzt. Fraglich. EVE Online. Sehr fraglich. Ja, wobei EVE Online eher als Freelancer. Star Trek Online, das halte ich dann wieder für fraglich. Vega Konflikt, habe ich nicht genug gespielt. Sins of the Empire, sehr fraglich. Also ich beziehe das mal auf den puren Bauaspekt hier, ne? Sind für mich alle fragwürdig, weil du kannst ja kein Chip selber designen. Aber wo kommt denn, kommt hier Nexus Jupiter Incident? Ja, nee. Ja. Star Wars Empire at War, nein. Was? Ich suche gerade, ob hier irgendwo, nee. Space Engineers wird in keinem Wort erwähnt in dieser Liste. Boah, ey. Was ist das denn? Schmutzliste. Ja, echt mal. Schluck. Oh, Marty. Prost.
Warte, schiff eigentlich mal zurück. Ah, die sind zurück. Okay, warte mal. Dann, die beiden Schiffe bitte mal zum Cyan bewegen. Ich brauche erstmal eine Weile. Ach man, also, ich verstehe das nicht. Man kann Sitze machen, aber man kann irgendwie nicht. Und weil man das kann. Oh, ist für mich der Punkt gekommen. Und ich sage, wir sehen uns dann im nächsten Stream. Lass mich einfach hängen. Lass mich einfach dumm sterben. Kannst du dich doch einlesen. Do it. Nein, du weißt genau, wenn ich den Zug gleich ausmache, ist das Thema für mich erledigt. Ja, das ist ja nicht so mein Problem. Musst du einfach hinterhängen. Warte, Moment. Es gibt doch eine. Wieso bin ich eigentlich so dumm? Ehrliche Antwort? Rhetorische Frage. Ah, zu spät. Es gibt doch eine Enzyklopädie. Koop-Menü. Konstruiere Schiff gemeinsam mit Freunden. Füge Schiffmenü im Koop-Tab weitere Sitze hinzu und weise jedem Sitz eine Aufgabe zu. Ja. Wow. Gut, aber da in dem Beispiel stehen zum Beispiel auch keine Namen drin. Das muss anscheinend auch ohne gehen. Hast du einfach mal versucht, T zu drücken? Nein, tatsächlich nicht. Warte mal. Das wäre ja... Moment. Warte kurz. Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Moment. Aber T wurde mir auch nicht angezeigt. Als nee. Nur F, aber das heißt ja nicht. T wird dir normal auch nicht angezeigt, glaube ich, noch inzwischen. Du hast keine Erlaubnis, dieses Schiff zu betreten. Oder hast du schon einen Sitz gemacht? Ja klar, der ist die ganze Zeit existent. Das ist der von vorhin. Spam hier gerade, du hast keine Erlaubnis, dieses Schiff zu betreten. Oder ist es, weil wir in einer Gruppe sind? Dass es deswegen, weil wir schon in einer Gruppe sind, nicht wobei, wäre auch dumm. Dieses Koop-Prinzip, ne? Das ist wieder so eine Sache für sich. Ja. In Gruppe einladen. Nee, der ist doch schon in meiner Gruppe drin. That's right. Du hast keine Erlaubnis, dieses Schiff zu betreten. Weil ich hätte eigentlich schon gerne mal, weißt du, so gemeinsam einem Schiff durch die Galaxie fliegen. Er hätte bestimmt was. Ja. Ich will in das blöde Schiff rein! Hast du denn überhaupt was Sinniges angegeben oder irgendwas Unsinniges? Ja, Kontrollgruppe 2. Ja. So, das sind die hier. Und Fliegerstaffel 1. Ja, warte mal. Ich bin jetzt mal aus der Gruppe rausgegangen. Okay, geht immer noch nicht. Jetzt in Gruppe einladen. Geh mal auch aus der Gruppe raus. Wird die automatisch gelöst? Ne, du musst / leave eingeben in den Chat. Ja. Ja, und wie oft soll ich das eingeben? Einmal reicht. / join. Hast du jetzt immer noch den Sitz da oder ist er mittlerweile weg? Ah. Auch noch da. Okay, keine Ahnung. Vielleicht war das für Allianzschiffe gemeint. Ja, wie dumm ist das denn? Ich weiß es nicht. Ja. Ach, René, aber das machen wir nicht mehr heute. Was denn? Hat wieder ein Video, worauf ich reagieren kann. Ja, nee. Not today. Na? Bums, rums. Ja, meine kleine Drohne, die prallt immer wieder gegen... No, bleib hier! Tu's nicht!
Oh, du bist in dem Sektor, wo meine Schiffe schon auf dich warten. Oh no! Deswegen lädt das so schlecht. Meine Schiffe haben dich. My ships awaits you. Ich war natürlich in weiser Voraus, die haben meine Schiffe schon in den Sektor geschickt. Du kleine, du. Aber wir können jetzt mal kurz noch, bevor wir jetzt aufhören, ausprobieren, ob es andersrum geht. Nur noch kurz und noch kurz und noch kurz. Klingst wie mein Chef, Alter. Nur mal eben, nur mal kurz. Nee, ja, ich bin nicht dein Chef, der dir sagt... Es ist zwar in 5 Minuten Feierabend, aber du musst nur noch mal kurz nach Paderborn fahren. Ich bin Chef, dem du fragst, ey, könntest du mich einfach sagen, wo der Lieferant noch hin muss? Nein, der kann anrufen, wenn er wieder da ist. Kann ich mal jetzt einfach mal kurz hier, weiß es halber... Also in den Battlecruiser komme ich nicht rein. Ich habe noch keine Geschützgruppe quasi gemacht. Also Geschützgruppe 1, sage ich jetzt einfach mal. So. Ich habe einen Sitz gemacht. Cool. Und was sagt er bei mir jetzt? Also in dem BC30. Wie heißen? Bin ich denn? Die heißen beide gleich. 6. Oder? Nein, die heißen nicht gleich. BC306. Der direkt unter dir ist jetzt. Unter mir? Jetzt vor dir. Ja, keine Erlaubnis, das Schiff zu betreten und in Gruppe einladen. Dieses Koop, ne? Versteh es nicht. Das ist einfach dumm. Dieses System ist einfach dumm. Kann ich jetzt wieder die Gruppe entfernen? Oh, jetzt habe ich das Plasma gestützt, ganz entfernt. Ups. Moment. Echt? Wo war das denn jetzt? No! No! Moment! Wo war das Geschütz denn? Jetzt habe ich ein Geschütz einfach entfernt. Hä? Hä? Lol, Moment. Angeblich habe ich das Ach, da war das. Nochmal DPS hier. Ja, scheiße, das passt mal geschützt. Mach ich das dahin. So, passt schon. Hä, müsste das jetzt nicht eins sein, was kein Automatik hat? Da, das ist keine Automatik. So. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe. Ich glaube, ich habe das Spiel zu tot gemoddet, dass es noch funktioniert. Vielleicht liegt es daran einfach. Weiß ich nicht. Oder es ist einfach ein Bug vom Spiel. Also von den... Das kann sein. Kann man niemals ausschließen, ne? Nö, ne? Nun denn. Dann sage ich... Dein Ernst? Du hast auch gerade mit Laserchen auf mich. Außerdem, was hat's gemacht? Null. Keine Ahnung, hat es? Oh doch, doch. Du hast nur noch 99,9% Schild. Echt mal, schäm dich. Ja, echt mal. Du hast auch nur 99,2% Schild. Was? Okay, ich krieg dein Schild tatsächlich echt schnell runter. Wenn meine Waffen mal dazu kommen, wenn sie wieder nicht überhitzt sind. Ich schieße immer nur so sporadisch. Ja, komm. Krieg deine Schilde auch down. Ja, aber so viele Waffen, die überhitzen, die brauchen immer so lange, bis sie wieder Feuer. Ich will mir auch! Jetzt wieder. Überhitzt, alles überhitzt. 14%, 13%, 10%. Irgendwas hat gerade Bumm gemacht. Ja, du hast noch 100% Hülle. Ah, weiß ich nicht. Das war die ganze Zeit Bumm. Das habe ich auch gesehen, aber du hast 100% Hülle noch.
ich nicht so willst sicher drüber. Weiß ich auch nicht. Will deine Schilder. Da schon wieder. Schon wieder was Bumm gemacht. Hast du eigentlich. Warte mal. Du müsstest eigentlich gleich, wenn deine Schilde ausfallen, direkt wieder Schilde kriegen, oder? Oder hast du mein Schildsystem. Und sie sind weg. Ja, du kriegst keine Notfallschilde. Okay, ich dachte. Hast du das Reparatursystem drin? Weiß ich nicht. Guck mal nach. Habe ich dir so ein Nanobot-Reparatursystem gegeben? Über mir die Musik sich ändert, obwohl noch. Ach so, du schießt ja wohl auf mich. Okay. Wie immer mal ab und zu mal ein Geschütz feuert. Und die Energie ist weg. Oh, 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 oh. So, was für, wie heißt das Viech? Nanobot-Reparatursystem. Müsste eins der Module sein. Alter. Nö. Ah, okay. Hä, doch hast? Oder hast du deine Hülle gerade selber repariert? Nee, der Companion. Torpedo Producer. Antimatter Reaction Core. Combat Mainframe Mark 4. Wachtraum. X5TN bla. Schilde. Nochmal ein exotisches Frachtraum Upgrade. Das war's. Na, okay. Ich dachte, du hättest das. Das wäre natürlich sinnvoll für dich, weil das würde einfach deine Hülle. Ne, ich hab eine Hülle-Reparaturrate von 1,35% die Sekunde. Ah. Das heißt, selbst wenn du meine Schilde down kriegst, repariert sie meine Hülle einfach selber. Jo. Kann ich denn jetzt diese Waffengruppe wieder auflösen? Gib mir jetzt auf den Sack. Weißt du, was ich jetzt auflöse? Wieder. Und zwar den Stream. So, bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tüdelü.